Night Russians! Wenn wir wüssten, was wir da tun, würden wir es sein lassen. Definitiv. Letzte Folge. Da war ja alles dabei. Hochspannung, Schüsse. Ja, bei uns wird geschossen. Nicht scharf, aber es wird geschossen. Emotionen und also alles überall und vielleicht noch ein bisschen mehr und viel zu viel und ich weiß nicht. Unglaubliches Unterhaltungsprogramm. Und um das nochmal ein bisschen näher zu skizzieren. Die drei sind bei Gunfest eingebrochen, haben ihn schnell überwältigt, also mit einem Schuss in die Fresse. Und Jojo hat gezeigt, warum sie ihren Namen trägt. An der Stelle haben sich natürlich alle männlichen Dabeiseienden kurz in den Schritt gegriffen, um zu überprüfen, ob da noch alles richtig sitzt. Und das ist ja ne ganz normales pseudomännliches Verhalten, das kennt man ja so. Und daraufhin, als man dann von Gunfest erfuhr, dass da irgendwas ganz Komisches läuft mit irgendwelchen Menschen und irgendwas mit Medizin in einer alten, abgefuckten Fabrikhalle, ist Devon also hingefahren, hat sich das näher angesehen, um jetzt hoffentlich endlich seinen Bruder Vitali aus der Scheiße zu holen oder in was auch immer da drin steckt. Pisse vielleicht, Kotze, also irgendwas Ekliges. Und auch da wurde wieder geschossen. Ich möchte es nochmal anmerken, bei uns wird tatsächlich auch mal die Knifte rausgeholt. Unglaublich, aber Warzenschwein, unglaublich. Also wurde geschossen, um eine Kamera irgendwie abzulenken. Das ist ja auch hochspannend. Ist also dann, also Stefan in die Fabrikhalle rein, hat gesehen, dass dort nicht sein Bruder ist, aber 3 Meter Menschen, die, ja, die dem medizinischen Fortschritt dienen. Das kann man, denke ich, so stehen lassen. Leider konnte er nicht alle Sicherheitsmaßnahmen dort ausschalten und am Ende fiel so ein dickerer Säurebeutel auf die 3 Meters. Naja, war nicht schön, stank auch ein bisschen. Das passiert auch schon mal, kennst du ja sicherlich auch. Also wenn dir da einfach mal Säure über die Hand fließt und du wäschst es nicht gleich ab, weil waschen ist erst wieder nachwacken. Ja, das fängt irgendwann an zu müffeln und das sieht auch nicht schön aus und das ist ein bisschen eklig, aber für Ekel sind wir ja auch quasi jetzt bekannt. Und da sind wir uns natürlich dann auch treu geblieben mit diesem Ekel. Gut, also war sein Bruder nicht, man hat Gunfest ausgeliefert an Matrioschka, die Fischmutti. Diesmal fast ohne Fischwitze, glaube ich, denke ich, kann sein. Jedenfalls weniger Fischwitze als sonst so manchmal, das ist ja auch schon mal was. Und dann ist man zu Stefan gefahren, hat sich Gedanken gemacht, wie es nun weitergeht und er bekam einen Anruf von seinem Bruder Vitali. Das große, epische Ende dieser ganzen Brudersuchstory war also, dass die Schwester der beiden, Maria, eine Affäre hat und Vitali deswegen ausgerastet ist. Das war's. Das war jetzt das große Ding. Das war der Moment der Aufklärung und der war ja nun, ja, ne, also der hat alle Spieler wirklich begeistert, die hatten mich dann richtig gern, das kann ich auch gut verstehen. Und es verhielt sich dann also weiterhin so, dass Devon seinen Bruder abholte, die noch ein bisschen gequatscht haben und dann war's das. An der Stelle könnte es ja nun sein, dass sich der ein oder andere oder die ein oder andere gedacht hat, Trolli, ne? Also Trollballerina, diese dämliche Sackmilbe, dieser Pickel am Arsch, der immer wieder kommt und dann sein Geschwür verbreitet. Was macht er denn? Weißt du, geilt mich auf mit so einer krassen, geilen Story, sogar mit Schüssen jetzt. Und am Ende ist es eine Affäre. Was will der eigentlich? Da mache ich jetzt aus, das ist zum Kotzen, das kann ich mir nie wieder anhören. Aber für alle, die dabei geblieben sind jetzt, die das hören, dieses viel zu lange Intro, aber muss auch mal sein. Die das also hören, ich habe einen pädagogischen Auftrag. Ich habe also hier nicht nur einen Unterhaltungsauftrag, sondern ich habe auch einen Lehrauftrag bekommen. Und es war in der letzten Geschichte oder im letzten Geschichtsabschnitt war einfach eine Lehre dabei, wie bei der Fabel, eine wichtige Lehre. Und zwar wollte ich vermitteln, wenn sich der kleine Bruder nicht meldet, ja, dann lass ihn einfach in Ruhe, der wird schon seine Gründe haben. Vielleicht kann er dich auch einfach nicht leiden. Und versuche niemals irgendwas in Bewegung zu setzen, vielleicht sogar Hebel, um da irgendwie was zu erzwingen. Es wird sich schon alles klären. Und solltest du doch jenes tun und die Welt irgendwie versuchen, sich schneller drehen zu lassen, so wird dir Schlimmes widerfahren und du wirst aufgedunsene und mit Säure beschmierte Leichen finden. Das ist einfach das, was ich vermitteln wollte. Und ich hoffe auch, dass es angekommen ist. Das ist mir persönlich sehr wichtig, ja. Gut, jetzt muss ich mir doch ein bisschen das Lachen verkneifen. Schade.
Wie auch immer, in der Folge jetzt und in der nächsten wird das eine Billy und Jojo Einzelsession. Das wird ein Rumgeflaffe, einfach ein bisschen Spaß haben zwischendurch. Ich hoffe, euch wird es auch ein bisschen Spaß machen, obwohl ich nicht weiß, ob das Wort Buttplug dieses Mal überhaupt fällt. Aber jetzt ist es ja gefallen, zum Glück. Und danach wird es noch ein bisschen anders weitergehen. Das gebe ich dann aber nochmal bekannt. Das ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr weit weg. Viel Spaß. Jojo, Ha? hör mal, Wer, wie, was, wo? ich hab die Comlinks gecleant für dich und hab die, kannst du was mit denen anfangen? Klar. Ich meine, der eine ist jetzt nicht so toll, aber der andere doch, oder? Muss ich mir mal in Ruhe angucken und dann muss ich noch mal angucken, was da alles drin ist und vielleicht ja, kann ich auf jeden Fall was mit anfangen. Danke. Das ist doch klasse, wunderbar. Dann haben die wenigstens noch Na, vielleicht dann. brauchen wir ja noch mal einen Zweitkommling oder einen Drittkommling Ach so, oder ja, irgendwas dann können wir. anderes, ne? Das sind dann unsere. Wie sagt ihr immer, was das ist, was wir da machen? Hä? Schattenrennen? Was? Ach nee, Shadowrunning, oder was wir da machen? Was? Nee, keine Ahnung, was wir da machen. Was machen Aber wir ich denn habe da? ein. Wir versuchen unsere Probleme zu lösen. Also zumindest Und habe ich machen das mal so immer mehr verstanden. Probleme. Ach Wir komm! machen doch komm jetzt ohne Scheiß. Wieso? Ich meine, das geht doch jetzt erstmal. Ist doch jetzt alles Was gut. hat denn jetzt deine Tante mit dem Angestellten? Der kommt uns doch garantiert jetzt hinterher, oder? Ich weiß nicht genau, was sie mit ihm angestellt hat. Sie wird vermutlich irgendwie ihm deutlich gemacht haben, dass sie gerne ihr Geld zurückhaben will. Und ich finde, sie hat auch das Recht dazu. Aber dann kommt er doch irgendwann auf die Idee, dass der uns noch mal. Aber der hat uns doch gar nicht gesehen. Boah, Oder der hat doch doch? gesagt, die Blonde. Pff. Und? Jetzt. Findet er dich deshalb? Deswegen findet er dich doch noch lange nicht. Ich weiß nicht. Ach komm, Billy, du musst gar nicht so viel Angst haben. Doch. Nee, das ist überhaupt nicht notwendig. Guck mal. Was denn? Pass mal auf. Wenn, er hat nicht mal einen Namen, er hat gar nichts. Das Einzige, was er vielleicht irgendwie hat, ist, dass er weiß, dass du blond bist. Und du hast selbst mitgekriegt, was für ein Gedächtnis für Gesichter der hat. Das heißt, der weiß vielleicht noch, dass du blond bist, aber mehr weiß der überhaupt nicht mehr. Und möglicherweise könnte er ganz eventuell vielleicht deine Stimme wiedererkennen. Aber ich glaube, um ehrlich zu sein, dass er das auch bald schon wieder vergessen hat, weil er ganz andere Probleme hat im Moment und sich um seine ganz eigenen Probleme kümmern wird, nämlich zum Beispiel sein Geld zurück oder Matrioschka ihr Geld zurückzugeben. Und vielleicht noch anderen Leuten, denen er möglicherweise auch Geld schulden könnte. Und was ist jetzt mit der Facility, die wir, also nicht wir, aber hier der Steppy hat auch die Facility hochgejagt. Also nicht Du, hochgejagt, sondern runtergejagt eigentlich sogar. ich habe keinen Schimmer, was jetzt damit ist. Meinst du nicht, dass sind jetzt ein paar Leute sauer? Das könnte sein, aber sind wir da, haben wir da irgendwas mit zu tun? Nö. Also du und ich? Nö. Ja, das Steppy waren nicht wir. höchstens. Ja. Aber so wie ich das verstanden habe, hat den keine Kamera gesehen. Also. Und. Ja, also du meinst, da sind wir aus dem Schneider? Ich glaube, also ich glaube nicht, dass da irgendwas ist. Naja, vielleicht doch. Aber das. Was vielleicht doch? Sprich. Naja, also er hat ja diese komischen Daten, also er hat uns ja diesen Bildfeed da gesendet und dann waren ja da diese ganzen komischen Daten irgendwie, Was weißt du für noch? komische Daten? Du meinst auf Na, den diese Monitoren? medizinischen Daten halt, die auf diesem komischen Monitor waren, was weiß ich, was das ist. Okay, okay, Keine ja. Ahnung. Und naja, irgendwie. Was? Die waren unvollständig. Wie Und unvollständig? Zu was ich unvollständig? glaube, die Daten, zumindest teilweise, waren irgendwie, hatten die irgendwas mit den Daten zu tun, die du mal irgendwie vielleicht empfangen haben könntest, weißt du? Moment, 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 Moment. Reden wir gerade über deine Ja. Zusammenbrüche? Ja. Warte, Moment. Du auf den Monitoren waren Daten, Nein, was? pass auf. Irgendwie, ich weiß doch auch nicht genau, wie das war. Deswegen war ich auch so abgelenkt. Aber das war halt.
Naja, ich habe halt diese Daten gesehen und dann wurde das irgendwie, wurden die Daten irgendwie vervollständigt. Also nicht, dass ich was damit anfangen könnte, aber plötzlich ist da halt noch was anderes eingeblendet worden in roter Schrift. Und das hatte irgendwie was mit den Daten zu tun, offensichtlich, mit denen ich manchmal zu tun habe. Und naja, irgendwie gehört das, glaube ich, zusammen. Okay, also A, das ist weit hergeholt. B, Nee, ist das das ist doch ganz unglaublich. automatisch passiert. Du bist wieder umgekippt. Hattest Nein, du ich bin wieder? nicht umgekippt. Doch, Du auf warst dem doch da. Klo bist du umgekippt, Kind. Ja, aber Auf da dem. war nichts. Das war was anderes. Meinst du? Ja, weiß ich doch. Ich weiß doch, wie das vorher war. Da waren halt irgendwie, das war immer so ein bisschen wie, ich meine, ich war nicht oft VR, aber die paar Mal, die ich mal VR war, so ähnlich war das halt. Also glaube ich zumindest. Auf jeden Fall habe ich dann immer diese bescheuerten Daten gesehen und das jetzt halt auch, aber ich bin halt nicht umgekippt, sondern diese Daten waren halt irgendwie da, aber ich konnte halt noch alles machen und vorher konnte ich nichts machen und irgendwie sowas. Für was könnte denn dieses PT hier stehen? Hä? Dieses PT. Du weißt doch, ich habe doch vorgelesen auf Gunfists Comlink. Moment, Ja. ich suche gerade nochmal die Daten eben per. Moment, auf meinem Comlink habe ich alles. Warte, warte, warte. Das hatte ich hier gespeichert in dem Ordner. PT79 meinst du? Genau. Da, Was P. weiß ich, was das ist? Irgendeine Bezeichnung für irgendwas? Es kann irgendein Projekt, PT-Projekt Troja? Oh yeah. Hä? Und war da nicht was von den Daten, die ich auch abgefangen hatte, wo Projekt Troja drin gestanden war? Das habe ich dir doch vorhin erzählt. Ja. Also, PT79 waren all diese Leute und der Blossom hat was mit dem PT79 zu tun. Was Und wenn heißt denn das. 79? Ist das Variante 79? Das Jahr 79? Wobei das eigentlich keinen Sinn ergibt. Also dieses Jahr 79 ergibt keinen Sinn. Da steht aber PT79-Strich, also Bindestrich, aber das könnte von der Nachricht an sich kommen. Es könnte auch tatsächlich dann das Projekt Troja im Jahre 79 sein. Das heißt, wir müssten irgendwann dann, wenn wir recht haben damit, müsste das dann mit PT80 jetzt weitergehen. Wenn wir weiter auf der Spur Das bleiben. ist dann, geht dann aber schon ziemlich weit zurück, glaube ich. Wieso? Wie alt bist du jetzt? 23. Das muss auf jeden Fall schon 10 Jahre her sein. Wie lange ist denn die Datenbuchse drin? Seit 10 Jahren. Na, ein bisschen länger. Was mit 12 hast du gekriegt? Ja, Oder? irgendwie sowas, 12 oder 13 war ich. Keine Ahnung. Und der Doc Ivanovic, der konnte dir auch nichts sagen, was das war, ne? Wie, was das war? Ja, was da drin ist. Ich meine, Doch. ja. Datenschloss. Ein Datenschloss. Jojo, sucht dich jemand? Weiß ich nicht. Ich Moment, glaube, sie will. Billy bemerkt, dass du lügst. Ja, vermutlich. Okay. Also, es könnte sein. Es könnte sein, heißt, wer könnte dich dann suchen? Das habe ich dir doch schon gesagt. Deine Eltern. Ja. Und warum würden. Okay, warte. Warte. Wer sind deine Eltern? Ist doch egal. Wichser. Haben die irgendwas mit ihr. Mit. Verdammt. Mit. Njektin oder Irka 2 zu tun? Nee. Hä?
Haben die irgendwas mit Rabutnik zu tun? Ich meine, du verhärtest dich jedes Mal, wenn der Name fällt, sagst du Arschwichser und was weiß ich was. Und jetzt hast du auch schon wieder so gezuckt, als ich das gefragt habe. Verdammt. Kann schon sein. Lügst doch. Du kannst mit deiner großen Schwester schon ehrlich sein. Also der großen kleinen Schwester. Großen kleinen großen Ja, verdammt, Schwester. haben Sie? Das ist nicht gut, oder? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Okay, hey, mach dich mal locker. Ich will dir nix Böses, okay? Weiß ich doch. Dann lass die Wut nicht an mir, bitte. Atme durch. Alles gut. Du willst gar nichts mehr mit denen zu tun haben, oder? Würde ich hier sonst stehen? Again. Ruhig, Braune. Ruhig, Blut. Also wir sollten das Gegenteil tun von dem, was ich jetzt gedacht hätte. Das heißt, wir sollten dich lieber ganz weit davon weghalten, oder? Ja, guter Plan. Okay. Also sollten wir dem Plossen besser nicht auf die Spur Keine Ahnung, gehen. weißt du was? Eigentlich hätte ich da schon Bock zu und eigentlich hätte ich Bock dazu, diesen ganzen verfickten Mist einmal zu veröffentlichen und eigentlich hätte ich noch Bock zu sehr viel mehr. Wenn ich nicht wüsste, dass mir das wahrscheinlich den Kopf kosten würde, würde ich vermutlich einen wunderbaren, elendlangen Artikel in die Moskauer Abendnachrichten bringen. Die haben aber zu viel Einfluss. Danke, das weiß ich auch. Der Doktor konnte das Ding nicht ausbauen, oder? Nein, dieses Ding kann man nicht ausbauen. Das hat er nicht gesagt, ne? Doch. Er hat Er hat gesagt, man gesagt, kann es nicht aus. er braucht einen sehr guten Chirurgen dazu. Ja, okay. Einen Spezialisten. Einen extrem guten. Keine Ahnung. Auf jeden Fall nicht irgendwie realistisch machbar. Keine Ahnung. Es sei denn, du hast ein Team von Spitzenchirurgen zur Hand oder so. Vielleicht. Also einen sehr guten Neurologen habe ich schon mal für dich. Ja, aber der sehr gute Neurologe, der übrigens ganz nebenbei einen völlig einen an der Waffel hat und ich will nicht wissen, was der noch irgendwie am Stecken hängen hat und was der mit den Sachen macht. Ich meine, welcher Arzt gibt mir Geld dafür, mich untersuchen zu dürfen? Welcher Arzt gibt mir Geld dafür? Das stinkt doch zum Himmel. Der ist ein ganz verschrobener Wissenschaftler, da gebe ich dir zu, aber er ist Ja, halt und Wissenschaftler, aber der macht ja nix. Guck mal, ja, Moment, Moment, Jojo, Moment. guck Du mal, sagst, er ist ein Jojo. total verschrobener Wissenschaftler. Dann bin ich für den doch nichts weiter als irgendein verficktes wissenschaftliches Studienobjekt. Was macht Jojo. man mit wissenschaftlichen Studienobjekten? Man studiert sie und dann schmeißt Jojo. man sie weg. Und wenn er irgendwie genug Möglichkeiten hat, was er vielleicht mit dem ganzen Scheiß, den er da faken Jojo. kann, was? Ich bin seit über 6 Jahren bei dem. Ich hab dir gesagt, was ich bin. Ich hab dir gesagt, was ich wert bin. Und der Doc hat nicht einmal irgendeinen Scheiß mit mir gemacht. Der Doc hat nicht einmal mich an irgendeinen Konzern verraten. Der Doc hat niemals gegen irgendwelche Prinzipien verstoßen. Er ist mein Doktor. Er hält seit 6 Jahren die Kinnlade geschlossen und er hätte mich längst an irgendjemanden verhökern können für eine Aber was richtig für dich gute. gilt, muss doch noch lange nicht für mich gelten. Pass auf, wenn Dich ich kennt sag er doch gut, verschoben. mich kennt er Nein, nicht. ich kannte den doch auch nicht. Ich musste doch auch erstmal danach suchen und musste was finden. Und durch Zufall ist der darauf gestoßen, dass ich überhaupt die Begabung habe. Der wusste nicht, was ich bin. Ich bin zu dem hin, weil ich titten wollte, endlich. Weil ich eine Verwandlung von meinem Körper mitmachen wollte. Und der hat mir die eingebaut. Der hat mir die Kissen verpasst. Und der hat sich um die Nachuntersuchung gekümmert. Und dabei
weil er ein Straßendock jetzt mittlerweile sein muss, weil er aus seinem Konzern rausgemobbt wurde, weil er halt ein verschrobener Wissenschaftler ist und nicht das macht, was die Konzerne von ihm wollen, weil er vertrauenswürdig ist und weil man noch verdammt nochmal Integrität in ihm feststellen kann, obwohl er für einen Großkonzern gearbeitet hat, ist er draufgekommen, was ich bin und hat mich nicht verhökert, hat nicht die Information verkauft für viel Geld an Leute wie Neonet oder an irgendeine andere Scheißinstitution. Und deswegen stehe ich hier noch. Und ich habe auch mich drum gekümmert zu gucken, was der denn genau alles in der Vergangenheit gemacht hat. Und was ich in der Matrix gefunden habe, hat mir eigentlich Zuversicht gegeben, dass der einfach nur ein verdammt guter, absolut genialer Wissenschaftler ist und für Normalos, in Anführungszeichen, wie du und mich, ist er halt ein verschrobener Kauz. Aber er ist ein integer Mann. Er ist kein, was weiß ich was, jemand, der dich übers Messer zieht. Ich wäre seit 6 Jahren schon in irgendeiner Versuchsanstalt oder wäre vielleicht sogar schon über die Wupper gesprungen, wenn Dr. Ivanovic nicht gewesen wäre. Der hält mich am Leben. Der hat mir mehr als einmal geholfen, gegen die Schmerzen vom Ips und von der Matrix anzukommen. Und dank ihm habe ich die ganze Scheiße mit der Resonanz unter Kontrolle. Verstehst du das? Ich sag nicht, dass du ihm jetzt deswegen vertrauen musst, aber eins kann ich dir sagen. Seit 6 Jahren nimmt er Rücksicht auf mich und hätte einen Haufen Geld aus mir raushauen können, als er es festgestellt hat. Und er hat es nicht getan. Und das kann ich ihm nur hoch anrechnen. Also du kannst viel über ihn sagen, dass er ein Kauz ist, dass er verschroben ist und dass er vielleicht ein bisschen abgefickt aussieht. Aber er ist ein guter Mann. Wenn du ihm nicht traust, dann suchen wir einen anderen. Er kann mir ohnehin dieses Ding nicht rausnehmen. Das hat er mir selber gesagt. Er hat es mir gesagt. Er sagte, er braucht dazu irgendeinen Neurochirurgen Team Zeugs. Die Dinger sind wohl so komisch eingebaut, damit man sie eben nicht einfach rausholen kann und all so ein Krams. Dann sollte unsere Idee irgendwie vielleicht darauf beruhen, das Ding erstmal zu unterdrücken, was du ja schon machst mit dem komischen Kästchen am Kopf, sage ich ja gar nichts dagegen, und dann im nächsten Schritt den Doc das Teil aushebeln lassen. Und dann in der Zwischenzeit, der hat doch auch noch garantiert Kontakte zu anderen Leuten, dann suchen wir mit ihm zusammen ein gutes Team und dann kriegst du das Ding aus deinem Kopf rausgehebelt. Möchtest du denn immer mit dem Schatten von dem deiner Vergangenheit auf dir rumlaufen? Meine Vergangenheit gehört halt dazu. Klar, aber du kannst mir doch nicht sagen, dass es dir gut geht, oder? Eigentlich geht's mir ziemlich seelisch, gut. Seelisch? Auf der Flucht? Warum? Warum? Ich flüchte doch nicht. Ja, momentan nicht. Schon lange nicht. Wie lange? Viele Jahre, seit ich hier bin. Und jetzt, wo das Zeug mit PT und Rabutnik... Wovor bin ich denn auf der Flucht? Ich bin von nichts auf der Flucht. Das einzige verfickte Problem, was ich habe, ist dieses Ding in meinem Kopf. Und wenn ich eine Möglichkeit gefunden habe, dieses Ding in meinem Kopf irgendwie zu, weiß auch immer, damit zu machen, dann habe ich Ruhe. Der Rest ist doch egal. Dann müssen wir das Ding aus deinem Kopf rauskriegen. Wenn sie so ein Rieseninteresse daran gehabt hätten, mich zu finden, dann hätten sie es vielleicht machen können. Vielleicht auch nicht. Vielleicht habe ich tatsächlich genug Glück gehabt, dass sie es nicht wollen, aber... Vielleicht konnten sie dich nicht lokalisieren die ganze Zeit. Vermutlich nicht. Sonst hätten sie es wahrscheinlich gemacht, aber... Aber irgendwas will doch raus aus dir. Da will doch was rausbrechen aus dir, was da nicht sein sollte, oder? Irgendwas in deinem Körper wehrt sich doch dagegen. Wogegen? Gegen was in deinem Kopf ist. Was willst du jetzt von mir? Ich verstehe gerade nicht, wovon du redest. Ich rede von dem, was du im Kopf hast. Die Anfälle sind doch von diesem Ding in deinem Kopf. Das ist von der komischen Wechselwirkung zwischen meiner Datenbuchse und diesem Ding. Ja, also? Ist das eine einfache, normale Interferenz zwischen zwei technischen Geräten? Warum das gerade jetzt der Fall ist, weiß ich nicht. Es ist halt einfach so. Und solange ich das Wi-Fi ausgestellt habe, ist es auch okay.
Also wenn ich den Doc richtig verstanden habe von dem Gesprächsteil, den ich mitbekommen habe, dann ist das keine Interferenz, sondern dann war das ein krasser Prototyp, der bei dir eingebaut wurde, auf dem keinerlei Wechselwirkungen bekannt sind, weil es einfach keine Langzeitstudien dazu gibt, vor allem nicht in einem Kindesgehirn, das anwächst zu einem Frauengehirn. Was jetzt ja wohl bei dir der Fall ist, oder? Keine Ahnung, kann sein. Jojo, mit der Matrix kenne ich mich ein bisschen aus und gerade mit aus solchen Interferenzen sage ich schon, Entschuldigung, zwischen verschiedenen Wechselwirkungen von solchen Geräten kann ich relativ gut noch einschätzen. Aber das, wenn es dich ausnockt, das kann nicht gut sein. Pass auf, Billy. Ich habe keine Ahnung. Wie und wann und wo man sowas überhaupt rausnehmen kann. Denn dafür braucht man, wie gesagt, diese komischen Neurochirurgen. Dafür braucht man vermutlich eine Klinik und dafür braucht man vermutlich was. Und das kostet alles einen Haufen Geld. Und diesen Haufen Geld, den habe ich nicht. So, das heißt, ich finde einen Weg, mich mit dem zu arrangieren, was mir möglich ist. Und das ist eben irgendwie genau das, so wie es jetzt ist. Und ja, vielleicht hast du recht. Vielleicht ist dein Doc irgendwie ganz okay. Aber woher sollte ich das wissen? Woher soll ich das wissen? Verstehst du? Du sagst es mir jetzt und ja, ich traue deinem Wort auch. Und wenn du mir sagst, dass der okay ist und dass er mich nicht verpfeift, dann ist es okay. Und wenn er mich doch verpfeift, dann schieße ich ihm die verdammte Rübe weg. Dann helfe ich dir dabei. Und er sagte, dass es zumindest eine Möglichkeit gibt, so einen komischen Blocker irgendwie zu dingsen. Und dann muss ich halt gucken, dass ich irgendwie die Kohle für dieses Ding rankriege und dann ist es gut, aber das kriege ich schon hin. Das sollte nicht das Problem sein. Und danach arrangiere ich mich einfach mit dem, was da ist. Meine Güte, solange es funktioniert, ist es mir egal, ob dieses Ding darum, das macht es seit 10 Jahren. Warum sollte es dann plötzlich scheiße werden, weißt du? Was ist, wenn Mann. es schlimmer wird? Deswegen will ich ja nur diesen blöden Blocker. Der Arzt hat gesagt, wenn er das Ding einbaut, dann habe ich Ruhe. Vorerst, aber was ist mit Nein, dann habe ich raus? dauerhaft Ruhe, hat er gesagt. Okay, ich will jetzt noch Haarfärbemittel kaufen gehen. Kommst du mit? Ich brauche auch noch Latexhandschuhe und ich möchte noch schöne Lederhandschuhe kaufen gehen. Kommst du mit? Bisschen Shopping. Du brauchst auch noch Handschuhe. Wenn wir öfters so einen Scheiß machen, wie wir momentan machen, dann brauchst du auch Handschuhe, Kind. Und ich wollte dich noch fragen, ich brauche noch für die Hammerli, Ja. hast du da wie Schalldämpfer? Klar, Echt? kann ich dir zumindest besorgen. Das wäre gut. Und dann können wir mal gucken, was man mit den, wie man mit Dauert den. irgendwie 2 Wochen oder so ungefähr, Ach aber ja, komm. was willst du denn mit den Haaren machen? Wie willst du die denn färben? Ich kaufe mir irgendein rote Haare. Ich habe Oh schon lange Gott, aber keine nicht roten Haare. knallrot, oder? Also, versteh mich nicht falsch, ich Kastanie? stehe. Nee, ich stehe auf Farben, aber willst du es nicht mal mit Blau versuchen? Blau? Nee. Passt zu deinen Augen? Grün und blau? Du hast blaue Augen. Ich habe grüne Augen. Du hast mir noch nie in die Augen geguckt? Die hat Oh voll Gott. blaue Augen. Guck doch mal auf das Das ist blöde das Bild. Scheißbild, das sie nur blaue Augen hat. In meinem Charakter steht, die hat grüne Augen. Okay, Entschuldigung. Dann Wie habe ich kann mich man mal denn auf das bitte Bild bei Billy in verlassen. die Augen gucken, ha? Schau mir in die Augen, Baby. Okay, dann nehmen wir grün. Dann kriegst du grüne Haare. Nee, ich will keine grünen Warum Haare. nicht? Ich weiß nicht, das ist keine Ahnung. Das sehe ich so punky aus. Du könntest dir auch Glasfaserhaare einbauen lassen. Glasfaserhaare? Ja klar, Nee. die können immer die Farbe haben, die du haben willst. Stell dir mal vor, wie praktisch das ist, wenn du durch die Straßen rennst und dann irgendwie verfolgt wirst oder irgendwas anderes. Und dann kannst du auf einmal um die Ecke verschwinden und dann sind
dann haben alle vorher nach roten Haaren gesucht, weil du bist ja groß und die roten, den Rotschopf, den sieht man ja sofort. Und dann läufst du plötzlich woanders durch die Gegend und deine Haare sind einfach blond, man würde dich gar nicht wiedererkennen. Aber ich bin doch blond und meine Haare sind doch so schön, ich baue doch keine Dinger da jetzt ein. Na, aber das hat doch damit nichts zu tun, das ist einfach voll lustig und voll praktisch und du kannst immer das machen, wonach dir gerade ist. Tatsächlich, du kannst wirklich immer genau das machen, wonach dir gerade ist. Wenn du gerade nach rot ist, hast du rot. Wenn du nach grün ist, hast du grün. Wenn du nach blond ist, bist du blond. Und du kannst jedes Blond haben, was du willst. Und, pass auf, jetzt kommt's, die Glasfaserhaare kriegen keinen Spliss. Ja, aber was ist dann mit meinen echten Haaren? Was soll denn damit sein? Ja, was schädigt das nicht meine Haare und die Wurzeln? Nein, die hast du dann ja nicht mehr. Weil ich hab da einen Glatzkopf. Nee, du hast ja dann die Glasfaserhaare. Ja, aber das ist doch kein echtes Haar mehr. Das fühlt sich doch ganz anders an. Hast du jemals bemerkt, dass meine Haare sich komisch anfühlen? Ja, du hast Dreads. Ja, okay, davon mal abgesehen, aber auch nicht überall. Die anderen Haare habe ich bei denen noch nie angefasst. Hattest du das Gefühl, dass die komisch sind? Welche Haare reden wir jetzt? Na, sie hat doch irgendwie auch vorne am Pony, da sind doch immer noch so einzelne, die nicht wie ein Dread sind. Ja, daran hatte Dile gedacht, weißt du? Ja, genau. Vor allem nicht der SL und ich. Ich wusste, was du meinst, ich kenne dich doch. Natürlich. Ah, jetzt habe ich es auch verstanden. Das hat es aber gedauert, ey. Ja, Dread und Häusel. Sie ist doch eh rasiert, oder? Was? Nix. Ist okay. Hör auf, so zu lachen, sonst kann ich wieder nicht mehr. Das ist wie mit dem Scheißfisch. Heilbutt. Ich hätte auch Bückling sagen können, das wäre doppelt gut gewesen. Bückling im Falle von Sibylle Bückling. Handschuhe kaufen. Ihr wart Handschuhe kaufen. Ja. Denn es gibt offenbar in dem Leben eines angehenden Shadowrunners nichts Wichtigeres, als sich A, im Staffer-Shack oder bei Subjeda rumzutreiben, um zu fressen, und B, Kleidung zu kaufen. Ist ja klar, macht man ja so. Jojo hat Hunger. Jojo hat noch keinen Hunger. Und Prosecco zu trinken. Billy ist nach Hause gefahren und hat sich dort ihre Gedanken gemacht, einen wunderschönen Text von Düs, den man sicher jetzt auch lesen kann. Wenn nicht, muss ich Düs schlagen. Und als Billy da so da liegt bei sich zu Hause und ein bisschen am Rumüberlegen und Entspannen ist, taucht vor ihr der kleine Sprite nochmal auf. Hallo, hallo, hallo. Hey, ja. 8 Stunden sind rum. Hast du klasse gemacht, mein Kleiner. Mein Großer. Wie geht's? Ja, genau. Und jetzt? Ja, das war langweilig. Vor allen Dingen, weil dann irgendwann, glaube ich, da war gar nichts mehr los. Da war irgendwann die Verbindung zum Rest weg und da war ich da eingesperrt. Aber das ist nicht schlimm, das passiert manchmal. Ich kann nämlich immer, ganz nach Hause kann ich nämlich immer, aber das weiß niemand. Aber viel wichtiger ist, du wolltest mir nämlich noch was verraten. Wo ist denn ganz zu Haus? Na, in den großen Räumen der Geburt. Die kennst du doch, da kommst du doch auch her. Da musst du mich mal mit hinnehmen demnächst. Ach so, stimmt, bei euch ist das ja so, ihr erinnert euch da gar nicht an die großen Hallen der Geburt, ja. Aber ich glaube, ihr habt ein sehr eingeschränktes Merkdings. Das ist bei uns alles ein bisschen komplizierter, da gebe ich dir recht, das ist alles extrem schlecht, aber das hat alles seinen Grund. Okay, ja? Ich will was wissen. Ach, du wolltest ja, pass auf, ein peinliches Erlebnis aus meiner Kindheit? Kindheit? Als ich noch klein war, kurz nach der Geburt, wenn noch alles so neu ist. Ach, wenn noch alles so neu ist. Genau. Muss nicht sein, wenn alles so neu ist, du kannst auch später. Peinlich. So. Das ist eine gute Frage jetzt wirklich. Weil da kann man so viel erzählen im Endeffekt. Da kann so viel. Was ist denn für dich peinlich? Wer hat dir das Wort peinlich erklärt, damit ich mal ungefähr weiß, wo ich da ansetzen kann? Da hat mich auch jemand um seine Hilfe gebeten, aber der war ganz unfreundlich, aber der hat mir dann irgendwie, also da habe ich, naja, ich habe irgendwie zugehört, wie er mit irgendjemandem gesprochen hat, obwohl er das vielleicht gar nicht wollte, aber warum fragt er denn mich? Ich meine, ich will doch immer alles mitbekommen. Auf jeden Fall hat der mir dann im Nachhinein noch ganz kurz, aber der war echt ganz schön böse, hat er mir erklärt, was peinlich sein soll, und ich habe
Also, ich weiß ungefähr, was das bedeuten soll mit dem peinlich. Das heißt nämlich, dass einem was unangenehm ist, aber ich selbst weiß nicht, was mir peinlich sein soll. Deswegen will ich ja von dir peinliches Geheimnis wissen. Also im Endeffekt ist es nichts Schlimmes. Meistens ist es bei peinlich so, dass du was weißt oder dass du was fühlst, was kein anderer wissen soll. Und aus dem Grund möchtest du es lieber nicht, dass das bekannt ist, aber dann findet es doch jemand raus und dann ist es dir der Person gegenüber, ist es dir peinlich. Verstehst du das? Ja, klar. Okay. Stell dir einfach vor, du hast ganz tolle Daten gefunden, die du aber nicht herausgeben möchtest. Nicht, weil es was Besonderes ist für jemand anderes, aber für dich ist es was Besonderes, weißt du? Und dann kommt jemand und aus dem Zufall heraus kriegt der die Daten. Und dann hat er zwar dir die nicht weggenommen, aber der hat die gelesen. Und dann weiß der was über dich. Und du wolltest es gar nicht, dass der das weiß. Und dann bin ich böse auf ihn. Nein, da bist du nicht böse auf ihn, da bist du aber, du kannst nicht rot werden, ne? Doch, Hallo. guck, ganz einfach. Plump, Ja, aber werde rot. das ist nicht dasselbe. Dann, wie fühlst du dich denn, wenn deine Ästchen sich einrollen? Na, Nicht schön, wenn die oder? sich einrollen, dann ist es ein bisschen anstrengend, die einzurollen, dann kann ich mich aber besser bewegen. Ah Also, ja. das ist ein bisschen unangenehm, aber nötig. Okay. Okay, anyways, pass auf. Peinliches Ding aus meinem Leben. Da war ich noch klein, da bin ich noch zur Schule gegangen und das sind meistens die peinlichsten Erlebnisse, weil die einem ganz, ganz schlimm auf den Nerv gehen. Und da hatte ich damals einen Liebesbrief geschrieben an ein Mädel und dann hat die Lehrerin den laut vorgelesen. Und das war total peinlich, weil die Lehrerin hat mir den Brief abgenommen, weißt du? Verstehst du das? Ich versuch's. Wie Okay. versuchst Ja, das ist nicht ganz einfach. du? Aber das, ja gut, jetzt weiß ich ein wenig besser Bescheid. Vielleicht kann ich dich irgendwann nochmal fragen. Ja klar, kommst vorbei. Ja, das ist nicht so ganz einfach, weil also man kommt nicht immer so einfach aus den großen Räumen da raus, aber wenn du mich irgendwann nochmal brauchst, dann kann ich vorbeikommen und dann kannst du mir noch sowas erzählen und dann verstehe ich das bestimmt auch noch besser. Bestimmt. Dankeschön. Ja, dank dir ja für deine ganze Arbeit. Ja, das wär so. Also ich meine, dass man dem Ruf, dem musste man ja quasi folgen, weil der war schon ziemlich. Hast mich schon gut eingeschätzt. Wie eingeschätzt? Wieso gut eingeschätzt? Na, du hast eine Bitte entsandt und alle haben dich angeguckt und ich dachte, boah, also so wie das jetzt hier, wie du das gesagt hast, das spricht mich total an und da komme ich auf jeden Fall hin. Genial. Siehst du? Kommt immer alles so, wie es sein muss. Ja, gut, dann muss ich jetzt gehen. Okay, dann geh du mal. Du siehst, wie sich auch während des Gesprächs immer mehr Frag na, erstens so Blütenpollen und dann immer Fragmente seiner Äste quasi in die Matrix zurückziehen und er quasi dann entschwindet. War es denn jetzt ein männliches oder ein weibliches Sprite? Was sind das für eine Frage? Hehehehe, eine gemeine. Was denkt denn Sibylle? Ich glaube nicht, dass dieser Sprite überhaupt das Konzept von männlich und weiblich verstehen kann. Ein Sprite kann es nicht verstehen, aber von Sibylles Auffassung gibt es männliche und weibliche Sprites. Okay, dann musst du bitte das einschätzen. Okay, gut, dann habe ich einen Plan. Jetzt verrätst du nicht mal, das ist ja wieder mal total scheiße von dir. Ich Das hasse dich. da will ich Karma für. Für was, dass du mir nicht sagst? Na klar, kriegst du extra Karma. Die Schnauze kannst du kriegen, Junge. Okay, gut, Okay. aber das wollte ich noch mal kurz gesagt haben. Okay. Entschuldigung, ich habe gerade Boys Laden geschrieben. Weil ich dachte, ihr braucht länger. Du sollst nicht immer irgendwas nebenbei machen, schäm dich. Das mache ich Ja. nur dann, wenn ich das Gefühl habe, dass es länger dauert. Und es ist nur zum Wohle der Runde. Ihr dürft jetzt weitermachen. Genau. Jo, wer macht denn weiter? Du. Mit was? Womit noch machst du? Willst du nur weitermachen? Wie ich es geschrieben habe im Text im Endeffekt, dass Sibylle jetzt viel nachdenken muss. Entschuldigung. Okay, also sehr Also, ausbildungsdingsig. einmal hat sie ja gesagt, fliegt sie jetzt rum. Das weiß ich nicht, ob das der Spieler dann noch gegen mich verwenden will. Zweitens wird sie sich hier viel mit Netcat beschäftigen. Mit Sprich, was? mit Netcat. Netcat. Ah. Der berühmten Shadowrunnerin aus Seattle, die nach Italien ausgewandert oder geflohen ist.
Aha. Und der Ist Geschichte berühmter zu. Shadowrunner eigentlich ein Oxymoron? Wieso? Ich weiß es nicht. Aber ist egal. Also der Name Netcat als krasse Technomancerin kursiert auf jeden Fall. Ja, mit der kannst du dich beschäftigen. Es gibt ja Gerüchte über sie. Sowas kannst du natürlich finden. Es geht halt darum, dass jetzt Sibylle das dritte Mal den Begriff Shadowrunner in den Kopf geworfen bekommen hat und das dritte Mal damit im Endeffekt wirklich nichts anzufangen weiß. Und das heißt, um ihre Mediensucht jetzt zu überkommen, wird sie sich mehr und mehr mit dem Thema auseinandersetzen. Und auch da Steppy ja das letzte Mal erwähnt hatte, dass dieser Karl Combat Mage wohl irgendwie auch ein Shadowrunner ist und da wird sie jetzt sich auch anfangen, Serien reinzuziehen, damit sie mal einen besseren Eindruck bekommt, von was da jeder eigentlich spricht und sie keine Ahnung davon hat bis jetzt. Oh Gott, wenn Ihre Bildung bezüglich Shadowrunning von Karl Combat Mage kommt, dann überleg dir schon mal, was du als neues Charakterkonzept willst. Nein, Dann die wird stirbt die doch nicht. sofort weg. Die wird nicht das generelle Konzept von Karl Combat Mage annehmen, wird natürlich. Aber halt die generelle Sache mal hinterfragen und durchsuchen, was sie dazu findet zu dem ganzen Thema Shadowrunning und was das bedeutet. Denn wie gesagt, Billy hat davon keinerlei Ahnung jetzt, was das ist. Das ist Also. gut. Denn wenn sie das Konzept irgendwie da ihre Bildung hernehmen würde, wäre das ja wie Familienleben von RTL lernen oder sowas. Ja, gute Zeiten, schlechte Zeiten. Oh ja. Masturbation. Buttplug, ganz wichtig. Okay, Billy ist also beschäftigt damit, die Matrix hoch und runter zu besuchen. Und sobald dann Flummi-Tier fertig ist, wird Billy auch dann bei Sanya vorbeischauen. Was? Du kannst doch jetzt bei Sanja vorbeischauen. Jojo Ich soll braucht eine jetzt? Weile. Ja, wie gesagt, das ganze Zeug, was ich jetzt eben beschrieben habe, wird zu machen und dann irgendwann möchte sie bei Sanya vorbeischauen halt. Was ist denn irgendwann dann am Folgetag noch oder irgendwann später? Da sie ja erstmal nach Neo Tokyo fliegt, wie gesagt, über die Matrix und da viel nachdenken wird und ihren Medien-Junkie-Sucht für 2 Tage aufholen muss, wird es wahrscheinlich nicht am 4.2. noch am 5.2. passieren, sondern eher wahrscheinlich am 6.2. dann. Was ja wiederum wichtig ist, zu schauen, was das für ein Tag ist, ne? Moment, Nicht so wirklich bei Sanya. Obwohl doch, ja. klar, der Laden ist ja auch nur Montag bis Freitag. Jo. Ich meine, die können sie so anrufen, off the grid, aber. Der 6.2. ist ein Dienstag. Ja, da würde sie sich quasi in den Pink Panther setzen und losfahren. Brumli, brumli. Klar, kein Ding, du kommst an. Sanja, Schatz! was ist jedes Mal so laut, wenn du Leute begrüßt? Also, Sanja schüttelt gerade eine Kundin ab, die absolut nichts in ihrem Laden zu suchen hat, weil sie einfach so, sie sieht aus wie, weiß ich nicht, das naivste Hippie-Mädchen, das es je gegeben hat. Und dann noch hoch zwei oder so, ganz schlimm. Und scheint sich irgendwie für Fledermausohrringe zu interessieren und irgendwie schwarzen Kajal, was absolut merkwürdig ist, weil das halt wirklich so Blümchenkleidchen, ja. Und Sandalen ist am besten noch, obwohl Sandalen vielleicht nicht, weil ja Winter, aber sowas in der Richtung. Wenn du aber dann auch ein bisschen dir anguckst, wie Sanja sie loswerden will, bemerkst du, dass das Mädchen wohl, naja, sie fährt schon einen ziemlichen Film. Als sie dann rauskomplimentiert ist, dann kommt Foxy. Sanja! Wie schön, vernünftige Menschen zu sehen. Das hat gedauert. Das spricht doch für uns beide, oder? Was du gerade sagst. Na, wie geht's dir denn, Mensch? Wir haben uns so lange nicht gesehen. So lange nicht gesehen. Du warst auch schon ewig nicht mehr bei mir zum Nägel machen. Was ist denn los? Es kommt daher, weil du irgendwie ganz schön viel unterwegs warst. Ich habe einmal wegen einem Termin gefragt, das ging nicht, das ist ja okay, aber ich habe mir da jetzt auch keine. Also ich meine, man hat ja mal weniger Zeit, aber mich wundert schon. Das letzte Mal, dass du hier warst, war ja mit dieser Kleinen bei der Party da, wo ihr Steampunk-mäßig rumlaufen wolltet. Ja, die haben den Laden jetzt wohl umgetüdelt. Keine Ahnung, was die jetzt. Also irgendwas mit Piratenthema haben sie jetzt, glaube ich, rausgemacht. Der C-Club war das, ne? Da haben sie jetzt irgendwas Ja, Neues. Piratenthema. Da waren jetzt schon drei Kunden bei mir und wollten da irgendwie am besten noch einen Papagei auf die Schulter geklebt haben oder so. Das Es kennen sie ja wird schon. offenbar nicht besser. Den Papagei hatten wir auch von dir, beziehungsweise das war ja ein Tukan, kein Papagei für Jojo, weißt du noch? Ja, Ramschkiste, das ist ja in Ordnung, aber die Leute nehmen das ernst mit diesem Piratenmüll und kommen in mein, weiß ich nicht, in mein Kleidergeschäft. Das ist schon merkwürdig.
Ja, aber du hast doch noch viel mehr zu bieten als einfach, in Anführungszeichen, nur Kleider. Schon, aber ein bisschen Stil. Ich verkaufe doch keine speckigen Lederwesten und Augenklappen. Da hast du recht. Aber auch ein Pirat kann doch Style haben, oder? Ich meine, die müssen doch nur mal mich angucken, wenn ich als Pirat rausgehe. Piratenbraut. Du als Piratin, Piratenbraut. das ist etwas, was ich mir nicht unbedingt direkt jetzt sofort vorstellen muss. Aber weißt du, du kannst deutlich mehr aus dir machen als eine Piratenbraut. Wieso? Was meinst du denn jetzt? Zum Beispiel, gib mir doch mal ein Beispiel. Zum Beispiel so ein paar richtig gut geschnittene Abendkleider und dann auf so einem Ball oder sowas. Das wäre doch viel eher was für dich. Ja, aber ich bin noch nie so zu sowas eingeladen. Du weißt doch, so stocksteife Veranstaltungen für mich, die sind nicht unbedingt so genial. Und wenn ich dann aufs Männerklo gehe und da stehe mit dem Ballrockkleid, den Ballon hochgehoben und am Pissoir stehe, dann guckt mich jeder blöd an, dann fliege ich dann auch vielleicht zum Schluss raus. Dann geh doch aufs Mädchenklo. Oh, das ist so anstrengend. Und meistens, oh Gott, die ganzen möchte gern, das ist mir immer zu viel. Ja, okay, das sehe ich ein. Aber es gibt doch bestimmt 1000 Bars, wo du besser hinpasst als irgendwo, wo man sich rum über die Hose kippt oder so und Bärte trägt. Das stimmt. Aber ich muss immer gucken, wo Jojo auch noch hin will, weil wenn wir mal zusammen weggehen, dann will sie es meistens ausgeflippter als ich. Ansonsten, ich werde ja auch langsam alt, ne? Ich muss doch aufpassen. Komisch. Das letzte Mal, als ich das irgendwie mal gelesen habe, das ist schon eine ganze Weile her, ich glaube, das war sogar noch in der Schule, wurden Elfen ziemlich, 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 ziemlich alt. Na ja, ich wollte jetzt eigentlich nur von dir hören, dass du sagst, Mensch, Kind, du bist noch so jung. Du Du bist ja siehst noch auch noch so so jung süß aus. und du hast noch so viele Jahre, um dich richtig auszutoben, bevor. Ach so, das wäre ja dann was Ausgeflipptes machen. Jetzt habe ich mich Was? reingeritten, okay, ich sehe es ein. Was hast denn Neues reingekriegt, Hase? Lass uns doch mal Business reden. Lass uns doch mal Business reden. Ich habe jetzt ein bisschen, also was heißt ein bisschen? Ich habe jetzt die Kleiderkollektion, da kam erstmal nichts Neues, was mich irgendwie interessiert hat und was ich auch nicht unbedingt verkaufen wollte. Deswegen bin ich jetzt mehr erstmal in der Schmuckrichtung ein bisschen weitergekommen. Also ich habe wenige, dafür sehr exquisite, ja, nicht nur exquisite, sondern sehr exquisite Schmuckstücke. Mit natürlich Edelsteinen und dergleichen, ein bisschen Gold, Ohrringe, Ringe, Halsketten und sowas in der Richtung, Armbänder. Dann habe ich sogar ein bisschen, ja, ich dachte, ein bisschen muss ich ja meinen Laden dann auch noch für breiteres Publikum öffnen. Also habe ich diesen Neo-Tribal-Indianer-Krams hier mit echten Lederschnitzereien und irgendwie sowas als Handarmbänder und sowas habe ich da. Ansonsten ist es wie immer. By the way, die Schuhe, die ich von dir bekommen habe, die Schuhe, Schätzchen, die sind total Weltraum. Also nicht nur, dass die einfach nur geil aussehen, die sind so absolut komfortabel. Selten so schön in High Heels gelaufen wie in denen. Perfekt, sage ich hier. Von so Sachen musst du mehr holen. Von so Sachen, da machst du Geld. Das könnte ich mir überlegen. Das ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Soll ich dir vielleicht noch dazu ein Lederpflegespray mitgeben? Ja, sicher. Dann hole ich das gleich. Warte mal kurz. Kann ich die auch auf die Sitze vom Pink Panther sprühen? Oder ist das ausschließlich für Schuhe? Naja, sind die Sitze echtes Leder? Natürlich. Ich billig. Wirklich? Ah, Ach, natürlich. stimmt. Das Das ist ist ja doch die. eine High-Class-Limousine, Audi, Mann. Stimmt, das ist ja bloß pink, aber mit äußerst Gore. Ja, natürlich kannst du das machen, dann hole ich dir vielleicht mal ein bisschen mehr davon. Solltest du vielleicht auch sogar machen, denn wenn die Leute da immer mit ihren komischen reibenden Knöpfen am Hosenbund oder so über deine Sitze rutschen, dann ist das ziemlich schnell verschlissen. Vor allem Jojo mit ihren Jeans immer. Dann leg doch ein, besorg dir ein Handtuch oder sowas, wie bei einem Hund, das kannst du dann drunter legen. Ein Hündchen. Das fehlt mir auch noch für die Handtasche. Ein Hündchen. Klein Chihuahua. Ja, ehrlich Nee. gesagt fehlt dir das schon ein bisschen. So, ich hole jetzt Nee. erstmal das Spray. Okay. Sie Hat er noch bringt dir irgendwas? das mit. Dankeschön. Ich gucke mich auch im Laden um, ob irgendwas Tolles da ist bezüglich Pelzkleidung. Pelz, der Pelz hat schon eine gewisse Abnehmerschaft, aber eher im High-Class-Bereich und sie ist nicht, na, sie ist schon eher Upper-Class-Kleidergeschäft, aber nicht wirklich was Neues. Schätzchen, ich vermisse bei dir irgendwie, dir fehlt noch die Ecke Pelz so richtig bei dir irgendwie.
Ja, das ist absolut richtig. Ich habe die jetzt auch aus dem Sortiment genommen. Die Wie? kommt, ja, warte doch mal, das war doch alles der alte Kram. Das hat man doch schon oder man will es nicht mehr. Ich warte ja drauf, bis Semyonov endlich seine neue Pelzkollektion rausbringt. Und das müsste eigentlich in den nächsten Monaten passieren. Aha. Wenn das passiert, ja, dann wird auf jeden Fall hier ein bisschen aufgeräumt. Kriegst du dann wenigstens auch einen guten Preis da von der Kollektion? Tja, das kommt ein bisschen drauf an, wie viele Leute das kaufen wollen. Die sind schon ziemlich teuer, die Dinger. Also muss es auch nochmal bei mir einen saftigen Aufschlag geben. Aber ja, ich denke, damit lässt sich schon ein bisschen Geld machen. Gerade weil das, wenn die Kollektion draußen ist und ich einer der wenigen Läden halt, oder wenn das einer der wenigen Läden ist, die das nicht an viele verkaufen, sondern Einzelkunden, dann kommen ja auch nochmal die Leute mit etwas mehr Geld und dann geht das schon. Das heißt, je weniger Konkurrenz, desto besser für dich. Ja, das mit dem Konkurrenz. Ich setze da eher darauf, dass ich halt einer der ersten sein werde, die die neueste Kollektion im Regal stehen hat. Und wo kommt das Zeug dann her? Direkt vom Lager oder vom Großlager oder was? Na, Großlager kann man nicht sagen. Ich weiß gar nicht ganz genau. Also ich kaufe es immer bei einem Verteiler quasi. Das ist dann schon ein Lager für Kleidung und Schnickschnack aller Art. Also für Accessoires. Aber ich weiß es nicht ganz genau. Ich bekomme es angeliefert und dann ist gut. Wieso? Ach, ich frag mich nur. Man kann ja Ja, immer also ich. gucken, ne, wo man Geschäfte machen kann und so. Das verstehe ich gerade nicht ganz. Nee, was, ich frag mich da nur, was du da für ein EK hast, aber das ist natürlich auch Geschäftsgeheimnis irgendwo, ne? Das willst du wahrscheinlich nicht so gerne sagen, ne? Ja, der normale Geschäftsweg ist, Semyonov designt das, schickt das an irgendwelche Leute, die es herstellen. Ein Teil wird dann mehr oder weniger maschinell gefertigt und ein Teil sind dann halt wirklich Handarbeitseinzelstücke. Aber das ist ja natürlich nicht, wo er seine Galerie, nein, das ist das Falsche. Sein Designerbüro hat, da wird es natürlich auch nicht hergestellt. Ich weiß nicht genau, wo das passiert und dann halt ins Lager und von da an die Kunden, also mich erstmal. Atelier war das Wort, was ich vielleicht gesucht haben könnte. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an, ne? Und wenn du da quasi von jemand anderem auch so Zeug beziehen könntest, das würdest du dann auch abnehmen? Ja, na klar, also wenn ich irgendwo noch einen Vertreiber finde, der das günstiger macht oder so, klar. Was ich halt nicht mehr mache, ist irgendwie Überseehandel, weil am Ende ist doch mal eine Lieferung weg oder es sind irgendwelche neuen Bedingungen bei der Einfuhr von irgendwelchen Waren, gerade bei Echtpelzen, das ist ein bisschen schwierig. Deswegen mache ich da ja halt davor. Aber ansonsten klar, wenn du mir irgendjemanden nennen kannst, der das verteilt. Naja, ich muss halt gucken, auch wo ich mit mir selbst irgendwo bleibe. Weißt ja, mit dem Nagelstudio, das ist ja eine Sache, aber man will ja immer irgendwie seinen Lebensstandard so ein bisschen aufbessern, weißt du? Und da muss man halt gucken, wie man Warte irgendwie. mal kurz, Foxy. Sie tippt kurz auf ihrem Comlink rum und du siehst, dass die Kameras in der Bude erstmal so den Kopf senken. Was Aha. genau willst du mir gerade sagen? Naja, du hast ja jetzt schon den richtigen Move gemacht, also spreche ich doch mal offen mit dir, Sanja. Wir beide kennen uns ja jetzt schon lang genug und na, ich guck halt, wie ich irgendwie quasi mir selbst einen Stein in den Garten werfen kann, indem ich dir einen Stein in den Garten werf, weißt du? Und naja, wenn du davon profitierst, dass quasi du nur zugeliefert wirst von einem gewissen Verkäufer, aber halt nicht jeder, dann wäre das doch gut, oder? Na, du weißt, dass ich unterm Ladentisch Dinge auch mal günstiger verkaufe, das ist klar. Aber Ja. ich verstehe immer noch nicht ganz, was du mit Steinen werfen, also machen willst. Genau, also ich verstehe schon ungefähr in welche Richtung, aber ich weiß nicht genau, was du mir jetzt sagen möchtest. Du kannst jetzt Na, ruhig offen reden. ich muss an Geld kommen, relativ zügig. Wieso das denn? Du hattest doch immer genug. Ja, da hat sich auch bei mir was geändert und ich muss mich jetzt ein bisschen der Situation entsprechend anpassen, weißt du? Weil geht einfach nicht mehr so, wie es jetzt die ganze Zeit war und Hast du schon mal drüber nachgedacht, dann vielleicht modeln oder so? das ist wieder das Problem, dann wenn die Presse hinten dran ist und dann fangen die an, mir die Background-Story zu durchsuchen und dann kriegen die raus, mit weiß ja, dass es da bei mir noch so Umstände gibt und dann werde ich in der Luft zerrissen. Du weißt doch, wie die Russen sind im Generellen. Die sind alle noch so voll mit Vorurteilen und. Ah, kennst es doch. Wir von den White Russians haben nichts gegen Russen. Und auch nichts gegen Trannies.
Ja, Moment mal. Aber danke für den Einwurf. Wir haben vor allem nichts gegen weiße Russen. Ha, schlechtes Wortspiel. So, zurück. 5 Mark in die schlechte Wortwitzkasse. Okay, 5 Karma. Für alle! Billy, hast du vielleicht mal, oder nein, wie gesagt, Foxy, hast du dir vielleicht mal Gedanken über eine andere Möglichkeit gemacht, so, um an Geld zu kommen, so? Arbeit. Das ist echt ein Problem bei mir. Was habe ich denn gelernt? Nix. Was kann ich? Auch nicht so wirklich was. Und bis auf gut aussehen, ich weiß nicht. Ich muss mir schon für die Zukunft so irgendwie ein gewisses Polster sichern müssen, die in absehbarer Zeit, weißt du? Ja, aber wie willst du denn an mich irgendwas weitergeben? Na, manchmal fallen da einfach so ein paar Sachen von gewissen Caddies runter oder Lastwagen. Und bist du sicher, dass du diejenige bist, die, sagen wir einfach mal, Dinge aufhebt? Ja, warum denn nicht? Irgendwer muss doch aufräumen. Ja, das tun ja auch einige, aber bist du sicher, dass du das willst, dass du in diese Richtung gehen willst? Sagen wir einfach mal so, es ergibt sich. Zwinker, zwinker. Okay, also ich meine, wenn du an irgendwas rankommst, ich nehme dir das ab in also nicht zu viel, das wird sonst auch schwierig mit der Steuer und allem, aber also je nachdem, das hier läuft ja dann ohne Steuer, aber na, du weißt schon, was ich meine. Wenn du dir wirklich sicher bist, dass du sowas machen willst, nehme ich dir das ab. Wenn die Qualität okay ist und alles, auch zu einem guten Preis. Aber überleg dir ganz genau, ob du diese Richtung einschlagen willst. Ich möchte dich dann natürlich auch nicht in Teufels Küche bringen. Ne, das Zeug Gott, bei mir ging schon einiges unter der Ladentheke vor. Du hast davon, wenn ich dich erinnern darf, auch mal was gekauft. Ja, aber okay. Ich weiß, worauf ich mich eingelassen habe, aber mein Ende der Nahrungskette birgt seine Tücken und ich weiß ungefähr, was ich da tue und ich bin mir nicht sicher, ob du das tun solltest, was auf der anderen Seite halt steht. Ich bin eine starke Frau, kannst dich drauf verlassen. Dessen bin ich mir bewusst, das weiß ich. Ich will auch nicht irgendwie anzweifeln, dass du das vielleicht hinkriegst, aber es ist gerade in der Richtung Pelze, die sind unheimlich teuer pro Stück und werden nicht, da ist nur ein Pelz pro Ladung verschickt. Das heißt, da sind auch Leute, da können auch Leute mit Waffen sein und... Da habe ich mir schon Gedanken drüber gemacht. Bist du sicher, dass du das auf dich geschossen werden soll bei so einer Aktion? Das könnte passieren. Jupp. Und glaubst du, dass du jemanden ins Gesicht schießen könntest, um nicht mal dich zu verteidigen, sondern um halt an Pelze zu kommen, die du an mich vertickst? Na, man muss nicht immer so auf die rabiate Art mit Sachen umgehen. Man kann und also, wenn es nötig wird? Dann werde ich schon sehen, wie die Situation es von mir verlangt. Okay? Mach dir mal keinen Kopf, Sunny. Das wird schon alles passen irgendwie, bestimmt. Sunny? Du hängst viel zu viel mit der Kleinen rum. Mein Name ist Sanja und das bleibt doch immer Sunny. Nein, das Ding ist doch einfach... Sanja, es tut mir leid. Komm schon, ich habe mich bewusst für eine gewisse Stilrichtung entschieden und Sunny ist ja wohl das komplette Gegenteil. Hast ja recht. Sag mir lieber nochmal den Namen jetzt von dem Typen, wo du auch scharf bist auf das Material, wo du da ein Augen drauf geworfen hast. Wie heißt der? Semyonov, aber ich denke, seine Kollektion wird erst im nächsten Monat oder in den nächsten 2 rauskommen. Er hat das schon 3-mal verzögert, also den, ne? Na, dann muss ich doch mal schauen, wo die Herrschaften so sich rumtreiben. Das, also wo er sein Atelier hat, kann ich dir auch sagen. Ja, das finde ich ja eh dann noch über Gedöns raus. Datensuche und Legwork halt, ne? Ja, das ist, also das sein Atelier zu finden, das ist das Geringste. Du gibst Semyonov ein in Moskau und dann hast du das, aber mit seinem Atelier, glaube ich, wirst du gar nichts anfangen können. Nee, das ist klar, weil irgendwo werden die Dinger hergestellt und wahrscheinlich nicht in Indien. Ich hoffe das, ehrlich gesagt, aber ich glaube nicht. Na, das kriegen wir schon raus mit dem Atelier und wo die Lieferungen langfahren und was passiert und wie und was und wo. Also das Zeug, das soll die neue Kollektion, die Frühjahrskollektion 2080 also ist das Augenmerk. Mhm. Also was ich, ich glaube nicht, dass ich dir das mal sage, aber pass auf. Ach doch. Ich nehme keine Schnittmuster oder sowas. Das nur tatsächlich echte fertige Kleidung. was ich nehmen könnte, wäre, wenn es zum Beispiel ein Probeexemplar ist oder das einzige Exemplar von der Reihe, was es halt zurzeit gibt für eine Modenschau oder sowas. Das nehme ich natürlich gern. Wobei es schwierig ist, das an den Mann zu bringen, aber okay.
Aber an sowas wirst du gar nicht rankommen und schlag dir aus dem Kopf, das zu tun. Ich glaube, ich habe da schon so ein paar Ideen. Man muss nur einfach gucken, wo Sachen manchmal weggeworfen werden. Da kann man dann mal was aufsammeln. Wie gesagt, überleg dir, ob du das echt willst. Wenn es jetzt irgendwas Akutes ist, wo dir 500 Yen fehlen oder sowas, dann Ach, nee. ich kann dich hier 2 Monate oder so beschäftigen. Ja, nee, das ist es nicht. Das ist wirklich nicht das Problem. Das ist voll lieb von dir, Sanja. Allerdings, da denke ich, ist auf kurz oder lang wäre das nicht das Wahre. Nicht, dass es dann zu wenig Nyen wären oder so irgendwas, sondern einfach nur. Ah, du weißt doch, ich habe so ein Problem mit meinem, naja, Style. Die Sachen, die teuer sind, die gefallen mir meistens und dann will ich die auch haben und naja. Exklusive Scheiße halt. Wow, Moment. Ich dachte bisher, es ist irgendwas, was ganz wichtig ist und elementar ist, weswegen du jetzt sowas in Betracht ziehst. Wenn du mir sagen willst, dass du irgendwie nur um dir noch den neueren Scheiß leisten zu können oder für irgendwelche Partys noch mehr Geld durch so eine Aktion zusammenkriegen willst, dann muss ich dir echt mal sagen, Foxy, krieg dein Leben in den Griff. Du kriegst ein gutes Leben bezahlt und du kannst dich nicht beklagen. Du kriegst noch ein bisschen Zusatzgeld durch dein Nagelstudio und das läuft. Aber wenn du wegen Partykram und Kleidung jetzt noch sowas machen willst, Alter, das ist es echt nicht wert. Du kannst dabei sterben. Das ist es tatsächlich nicht. Also das ist nicht der Gut. Antrieb, kann ich jetzt schon Sonst sagen. hätte ich dich jetzt irgendwie, weiß ich nicht. Nee, da musst du dir echt keine Sorgen machen. Das ist nicht der Grund, warum das Ganze jetzt irgendwie akut wird. Okay, ich wollte kurz aus der Haut fahren. Nee, bleib wo du bist. Beweg dich nicht. Alles okay mit mir. Das renkt sich garantiert schon alles irgendwie ein. Gut, dann guck noch mal, ob du andere Möglichkeiten hast, die du ausschöpfen kannst. Und ja. Ja, wie gesagt, ich wollte ja nochmal bei dir hören, wenn sich was ergeben sollte, ob du da weißt, wo ich eventuell irgendwie und du weißt schon. Dann müsste ich nochmal genauer gucken. Es kann sein, dass in anderen Bereichen, also nicht unbedingt im Pelzbereich, dass da nochmal was zustande kommt. Aber würde ich dir, wenn du es echt willst und nicht alleine, also du brauchst dazu, weiß ich nicht, eine Crew, dann gebe ich dir nochmal Bescheid. Mach mal so, ne? Und wenn du, ja, also eine Crew habe ich quasi. Also ich mach das auch nicht allein. Ich bin ja nicht bekloppt. Ich weiß ja, wo meine Stärken liegen. Mehr oder Okay. weniger. Hast du eigentlich damit schon darüber schon mal mit Valeria gesprochen? Lass Valeria da raus, okay? Mutti Valli muss davon jetzt nicht unbedingt gleich Wind bekommen. Nein, das wollte ich nur wissen. Ich hätte jetzt auch nicht geraten, zu ihr damit zu gehen. Valeria dreht Auf mir den der Hals um. anderen Seite, wenn du noch jemanden brauchst, wäre sie vielleicht jemand, der dir jemand vermitteln könnte. Am ehesten. Garantiert, aber dann erstmal bringt sie mich um und dann vermittelt sie mir jemand, wenn ich eh schon 3 Meter tiefer liege. Nee. Ich meine, Boris wird mich wahrscheinlich garantiert hier beschützen, aber nee, Valerias Wut ziehe ich besser nicht auf mich in der Hinsicht. Ich bin doch nicht Was heißt bescheuert. Wut? Sie wird vielleicht Erziehungsmaßnahmen einbinden. Das ist bei Valeria niemandem zu wünschen. Und ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob das die richtige Entscheidung jetzt auch für mich wäre. Ich hab einmal gesehen, wie ein Mädel ausgesehen hat, nachdem sie Scheiß gebaut hat. Und Valli ist ja normalerweise eine Herzensgute, aber nee. Das brauchen wir gar nicht drüber diskutieren. Ich werde meinen Mund halten, aber Bitte. ja. Kein Ton an Valli und kein Ton an Boris oder irgendwie die Ja, das wäre Richtung. ja quasi das Gleiche, oder? Jo. Mehr oder weniger. Eher mehr. Ich guck mich nochmal um, ob vielleicht irgendwas geht, was auch, weiß ich nicht, was Kleineres vielleicht erstmal. Gibst du dich auch mit was Kleinerem zufrieden als Pelze? Ja klar. Klar, wäre kein Problem. Wenn du was hast, dann können wir über alles reden. Okay, Was gibt's? dann machen wir jetzt einen kleinen Pakt und du musst ihn nicht mal mit Blut unterschreiben. Yay! Flummi, du musst mal bitte aufhören, Steuerung zu drücken, weil du mich dann immer anflüsterst und das nervt mich. Entschuldigung. Ich verzeihe dir, ich bin so generös, Karma-Abzug. Genau, ein kleiner Wieso ist der Pakt. Und Co-Sketch? zwar. Was?
Wieso haben wir Co-Sketchling? Deswegen habe ich gerade nur gefragt. Ach, deswegen Sanja. Ah. Ja, die muss auch ins Sichi. Forum jetzt, ne? Ja, das habe ich bestimmt auf dem Schirm. Also, Packt. Pakt. Du hältst die Finger und Füße still, bis ich geguckt habe, was es so gibt. Okay. Und vorher überlegst du dir, ob du das willst und ob die Person oder die Crew, mit der du das machen möchtest, so vertrauenswürdig ist und so weiter, dass das alles funktioniert. Und dann sage ich dir nochmal Bescheid, aber das kann ein bisschen dauern. Also halt, wenn es nicht absolut dringlich ist mit dem Geld, wenn es so krass ist, dass du jetzt sofort jemanden schon mal einen Huni vorschießen musst, weil du Schulden hast, dann geh erstmal zu Valeria, lass dir den Huni auslegen und komm dann wieder zu mir. Das kann jetzt ein bisschen dauern. Nee, das ist also nicht irgendwie so akut, dass ich jetzt einfach nur gerade eben mal schnell Geld brauche. Es ist Gut, dann. was Langfristigeres. Gut, dann halt die Füße still, bis ich dir was Okay. sage. Dann, wenn du das dann immer noch machen willst, tu's und überleg dir, ob das wirklich eine Lebensperspektive ist. Ich sag's Ja. nur, du hast viele Talente und du könntest bestimmt auch noch irgendwo anders was reißen. Ja. Bestimmt, hoffentlich, wer weiß. Okay. Kriegen wir schon hin, ne? Das kriegen wir schon hin. Mensch, dank dir, Mensch. Super. Da geht's mir jetzt schon viel Ich fühle mich besser. nicht wohl dabei, aber okay. Ja, komm. Also macht mir schon ein schlechtes Gewissen, dass ich dir das erzählt habe, wenn du jetzt schon sagst, du fühlst dich nicht wohl dabei. Mach dir keinen Kopf. Ich bin nicht aus Zucker. Ich sehe zwar immer so aus, aber ich habe schon richtig was mitgemacht in meinem Leben. Das glaube ich dir, Und deswegen wollte ich nicht, dass es noch mehr wird. ja. Man kann sich's halt nicht raussuchen, manchmal. Ja. Okay. Ich meine, du machst den Kram ja nicht auch nicht gerade mal so, weil du Bock drauf hast, oder? Den du machst. Das hat ja alles einen Grund. Ja, das ist richtig. Siehst Na, das du? ist nicht ganz falsch, okay. Und das ist bei mir auch nicht ganz anders. Okay, du kennst dich ja, wenn ich dann irgendwas sage, mit dem Wert von verschiedenen Klamotten aus. Ich kann, also auch vom Risiko her, ich kann Ware von dir annehmen für vielleicht 1,5, 2K, die ich, oder für 3K, die ich dann euch für ein bisschen weniger natürlich nur abkaufen kann, weil ich es ja noch weiter verhökern muss. Mehr ist definitiv Klar. nicht drin, okay? Also, wenn ich dir jetzt irgendein Designerstück von dem anbringe, wo nur auf dem Catwalk gelaufen ist, dann hast du schon ein Problem, oder was? Das wäre die eine Ausnahme, dann aber halt nur das eine Stück und dann dauert das vielleicht richtig lange, bis ich das loskriege. Wobei ich da ja auch sehr vorsichtig sein muss. Ja, nur an ausgewählte Kundschaft, ne? Sehr, 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 sehr ausgewählt. Ja, okay, verstehe ich total. Wenn sich bei dir was ergibt, dann sagst du Bescheid. Wenn sich bei mir was ergibt, dann sag ich Bescheid, ne? So machen wir das, oder? Ja, wenn sich bei dir was ergibt und du willst es durchziehen, sag mir lieber nicht Bescheid. Nee, ist klar, aber ich meine, wenn sich was schon ergeben hat, dann... Mensch, dreh mir doch nicht die Worte im Mund rum. Ja, okay, dann sagst du Bescheid. Richtig. Das machen wir so. Mensch, super. Klasse. Dank dir, Mensch. Nichts zu danken. Sicher? Nö, also, ich weiß nicht. Du, das ist schon ein bisschen unhöflich, dass dein komisches Auto eine Wechselwirkung mit meinen Kameras aus irgendeinem Grund hat, weil du eine riesen Batterie in den Motor geschraubt hast. Ich sollte mir vielleicht mal wirklich was Technisches durchlesen. Das klingt doof, oder? Na egal. Mach Bisschen. nicht meine Kameras kaputt. Okay, nie wieder. Sie zwinkert und stellt jetzt auch die Kameras wieder an. Mensch, das war ja ein technisches Problem, jetzt was du da hattest. Ja, deswegen kann ich dir, die Datenbank ist immer noch nicht online, also ich kann dir jetzt noch keinen Preis nennen, wenn du da irgendwas, ne? Ja, nächstes Mal, sobald du wieder Zeit hast, ne? Dann gucken wir mal, was du da hast. Aber die Hose, die geht schon, die braucht vielleicht gar keine Extras. Ja, klasse, wenn die keine Extras braucht. Das ist ja toll. Wow, ich hätte mir ja zugetraut. Hä? Guck dich noch mal um, ob du was findest, was Kleines. Wie gesagt, ich habe im Schmuckbereich habe ich auch nicht nur so hochwertigen Kram, sondern auch was Billigeres dabei, so reinbekommen. Mit Federn was? Ja, auch mit Federn. Yay! Ach, ein paar Ernsthaft schöne Ohren. Federn? Ja, Federn, klar. Ich bin ein Paradiesvogel, entschuldige bitte.
Das ist nicht falsch. Ah, da habe ich sogar was. Ich habe ein Haargummi mit Federn eines irgend so von so einem kleinen Vogel mit Bunt halt, weißt Marabu? du? Oh Gott, wenn ich wüsste, wie das heißt. Okay. Wenn du interessiert bist, also ist echt nicht teuer. Ja, dann zeig doch mal. Was Ja, ist denn? es ist so ein, das ist so ein breiterer Haargummi mit ganz vielen bunten Federn. Nicht so teuer, heißt ungefähr so, weiß ich nicht, 50, 60 nur Yen, weil tatsächlich der überwiegende Teil aus echten Federn ist von einem Vogel, der nicht unheimlich häufig vorkommt, zumindest auf die, naja, Erde betrachtet, ne? Der Rest jedenfalls von Und der es, Erde. also es ist halt bunt und es ist halt flauschig und groß und hat Federn. Das hat nicht jeder. Das hört sich doch klasse nach Billy an, oder? Es passt nicht unbedingt zu dem Latex-Ding, was sie manchmal trägt, aber so prinzipiell klar. Warum sagst du denn zu meinem Latex-Ding? Weil A, irgendwie alle weiblichen Shadowrunner immer Latex zu tragen scheinen, was ich mir merkwürdig finde, Moment, und B. ich bin ein transsexueller Shadowrunner. Du Ich darf Latex. bist der Einzige, der, bei dem ich das sie erlauben würde. Allen anderen, den würde ich eine Schaufel an den Kopf schmeißen. Und Punkt 2, weil ich so Latex, das finde ich nicht so prall. Außerdem, bisher durfte ich noch gar nicht richtig runnen und deswegen habe ich meinen Zoe Second Skin noch gar nicht angelegt, weil dann wäre ich ja auch passend zu Jojos Superhahn am Phosphorizieren die ganze Zeit. Touché. Ja. Aber Siehste? das ist auf jeden Fall der Haargummi, den du hast, also den du kriegen könntest. Yay! Ich habe einen fedrigen Haargummi jetzt. Schreiben dir gleich in die Ich schreibe Ausrüstungsliste. mir sofort einen fedrigen Haargummi auf. Der wird auch noch mal ganz bestimmt ganz wichtig werden. Ja, bestimmt. Wenn du aus dem 19. Stock fliegst, dann hast du schon mal. Oh. Nix. Dann hast du schon mal nichts. Gut, perfekt, danke dir. Sanja, was kriegst du? Ja, bei dir, Profi. Bei anderen 35, Natürlich. ne? Perfekt. Du bist so eine gute Kundin, die kann ich auch mal bescheißen und du merkst es gar nicht, weißt Richtig, ich sag einfach nur danke. Bis zum nächsten Mal. du? Genau. Ja, Du super. bezahlst ja auch für den Service, das wollen wir mal nicht vergessen. Ja. Ich bin Beratung. Du kannst ja auch gern, weiß ich nicht, in irgendein Riesenkleidergeschäft gehen und dir das aus dem Sortiment aussuchen. Ich finde auch seine. Ich müsste dir mal ein AR-Schildchen basteln, wo steht: Hallo, mein Name ist Sanja, bitte sprechen Sie mich an. Ne? Das fehlt dir noch, Hase. Das Ding hier hat zwei Räume und ich laufe immer rum und spreche die Leute auch so an. Ich glaube, die merken das schon. Na, ich weiß ja nicht. Heutzutage die Leute mit dem AR, die wollen alles per AR in den Popo geschoben bekommen. Na, so viel AR passt hier gar nicht rein. Na gut. Danke fürs Angebot, aber nee, mach ich nicht. Na, danke für die Beratung. Ja, kostet mal ein Fuffi extra. Ja, es ist halt so. Andere kriegen es für um. Na ja, macht doch nichts. Ich bin jetzt auch mal wieder weg. Ich brauche noch einen Kaffee oder so. Ich gehe noch einen Kaffee trinken. Oder hast du eine Pause, dann gehst du mit einem Kaffee trinken. Nicht wirklich, ich habe irgendwann nochmal später Ladenschluss. Wir können ja mal irgendwann nochmal auf eine Goff-Party gehen oder so, wenn du Lust hast. Huch, auf dem Schloss. Auf eine Schloss. Goff-Party. Ja, auf dem Schloss auf eine Goth-Partys sind doch immer im Schloss, oder nicht? Ach, jetzt habe ich es auch verstanden. Naja, wenn du mir hier in der Nähe ein Schloss zeigst, wäre das sicherlich eine Option. Prinzipiell gehen auch andere Locations. Nein, Ah, es ich muss meine. kein Teller-Dungeon sein. Fang du nicht auch noch mit den Klischees an. Ich werde mich auch nicht in Gut. einem Sarg dort anliefern lassen. Aber okay, überleg dir das, ob wir da mal irgendwo hingehen wollen und überleg dir, ob du das wegen dem anderen. Gut, Gut. dann habe ich jetzt ein Haargummi für haarige Angelegenheiten und trolle mich wieder zurück. Ich habe bestimmt noch Kundschaft. Ja, du hast bestimmt noch Kundschaft. Damit ich mein Haargummi da reinkrieg. Kriegst du hin. Das ist Yay! nicht das Problem. Also, du machst Leuten die Nägel und dafür hast du auf jeden Fall sogar ein bisschen mehr als den Haargummi wieder rein. Ich Das nagel heißt ein die bisschen. quasi. Du kennst doch die Preise für ein Nageldesign, oder? Das ist doch eigentlich schon ganz okay. Nee, da, tatsächlich müsste ich meinen Hasen fragen. Hier, den Hasen, den ich zu Hause habe. Weil ich kenne mich mit dem Scheiß überhaupt nicht aus. Ich weiß nur, da kommt French drauf. Das ist dann auch schon alles, was ich weiß. Und das Zeug stinkt. Jedes Mal, wenn die Mädels hier hocken und sich die Nägel machen und sich gegenseitig nageln, dann habe ich den Gestank hier in der Bude. Voll zum Kotzen. Jeder hat sein Kreuz zu tragen. Und Jesus ein großes. Kein Schwanz ist so Richtig. hart wie das Leben. Doch, meiner. Aber das tut nichts zur Sache.
Jetzt schon? Wir haben doch noch gar nicht richtig angefangen. Das wir von den White Russians haben keine Erektion beim Spielen. Keine Erektionsprobleme beim Spielen. Gut, ich denke... Außer Flummi. Ich schon. Ach so. Aber wir hatten doch das letzte Mal gesagt, harter Kitzler. Hatten wir das wirklich? Oh ja. Gott. Ich weiß es nicht mehr. 7 oder 8 ist es drin. Gut zu wissen. Wunderbar, da kann sich schon jeder drüber nochmal jetzt auf YouTube nachlesen. Nachhören. Ja, das klingt so relevant, da würde ich auch meine Zeit verschwenden. Am besten alles hören, damit ihr nochmal die eine Stelle von 4 Sekunden habt. Genau. Kann aber halt auch sein, dass ich das rausgeschnitten habe aus irgendeinem Grund, aber dann ist es euer Was? Problem. Verfälscht. Immer. Du schneidest sowieso schon die bösen Sachen raus, die wir hier sagen, weißt du? Also wirklich, Meine tollen Aufrufe zum Suizid. Sowas so rausgeschnitten. Und warum? Weil alle heulende Fischfotzen sind. It's Jojo Time. Ist doch wahr. So. Außer eventuelle Zuhörer, also alle beiden. 3. Oh, alle 3. Alle 3. An der Stelle Snowcat gegrüßt und alle anderen. Ach, Zero und ich habe den anderen Namen vergessen. Sheet. Müsste ich nochmal auf der Seite vorbeischauen. Und meinst du, es klingt traurig, wenn du jetzt hier 4 Leute gegrüßt? Ich habe ja, keine auch Freunde. Noch, ich danke auch noch meiner Familie, dass, weiß ich nicht, die mir Zeit gibt, Rollenspiele zu spielen. Und ich danke Deutschland dafür, dass... Was willst du kommen? Dass es Rollenspiele überhaupt gibt? Dafür ist Deutschland wohl nicht zu danken. Ich wollte danke schon sagen. Für diesen guten Morgen, danke für jeden neuen Tag. Ich fühle mich gerade ungefähr 22 Jahre zurückerinnert. Kindergarten, katholisch oder evangelisch? Nee, nicht Kindergarten. Ich habe das Lied habe ich zum ersten Mal in der ersten Klasse gesungen. Ah, wir haben das im Kindergarten schon gesungen. Aber ich bin auch ältere Generation. Wir mussten früher anfangen zu lernen. Wir waren nämlich alle dumm. Sind wir heute noch, aber das... Das macht ja nichts. Ich gehe jetzt rauchen und ihr jojot jetzt. Kebäh. Jojo-Time. Jojo braucht ein bisschen länger Downtime. Sag ich dir direkt. Naja, du hattest jetzt 2 Tage und weiß nicht, wann du halt loslegen willst und sag halt an. Okay, also ich sag mal 1,5 Tage davon wird sie pennen. Und ein bisschen regenerieren. Dann hat sie noch ein bisschen was, ein paar Kisten abzuarbeiten, die noch nicht fertig waren. Dann muss sie noch eine Wohnung zu Ende ausbauen, was auch ganz wichtig ist. Direkt, wenn sie irgendwie die Möglichkeit hat und die Kohle hat, weil sie weil sie irgendwie die Knarren und die Comlinks vertickt hat oder verticken konnte, sagen wir es mal so, wird sie gucken, dass sie das klar macht mit dem Blocker, damit der endlich drin ist. Und dann muss sie irgendwann noch zu Sergei. Also, Wohnung, Check, Blocker. Das werden wir nicht ausspielen aus dem Grunde, da es halt leider nicht so fürchterlich spannend ist. Nachdem du deine Wohnung eingerichtet hast und mit Boy das alles abgeklärt hast, fährst du halt zu, also rufst du Professor Dr. Nikolai Ivanovic an. Das wird sie noch machen, bevor sie das mit Boy gemacht hat. Also je nachdem, wann sie die Kohle hat. Sobald sie die Kohle hat, wird sie das machen. Okay. Moment, Einwurf. Jojo fährt zu Dr. Ivanovic ohne Billy? Gut, also, rufst ihn an, du vereinbarst einen Termin. Du fährst dann später zu ihm hin. Dass den Nanitenblocker einzubauen, der dein Datenschloss dann endgültig lahmlegen soll, beziehungsweise trennen soll vom Rest deines Organismus, so ist nicht so aufwendig. Das heißt nämlich nur, dass er dir so eine fette Spritze nimmt, nein, nicht fett, sondern nur lang, und dir so neben dem Auge, ne? Neben dem Auge da irgendwie rein. Nein, noch besser ist durchs Auge. Wir machen das durchs Auge. Oh, es gibt, ja, bitte. Bitte keinen medizinischen Grund dafür, das ist eigentlich vollkommen egal. Kommt durchs Auge, damit nämlich die Naniten über den Sehnerv entlang wandern können und dann sich perfekt an der Stelle ausbreiten können. Sonst müsste der ja ein Loch in den Schädel bohren, das wäre ja uncool. Kann man bitte jetzt noch rollenspielerisch darstellen, wie einer der Naniten dann quasi im Sehnerv den Mittelfinger zu Jojo zeigt? Einfach nur. Wenn sie Mittelfinger haben, würden sie es tun.
Einfach nur, weil es ein Arschloch-Nanit ist. Na, weißt du, da kommen einfach so, weiß nicht, 50 Naniten zusammen, da werden ja viel mehr reingespritzt und die bilden dann die Form eines Mittelfingers. Und ich möchte darauf hinweisen, dass es bestimmt ein komisches Gefühl, wenn die Spritze, so die Kanüle, erst das Auge ein bisschen zusammendrückt und dann erst anfängt, da einzudringen. Mm. Natürlich. Hast du noch nie eine Augenoperation gemacht bekommen? Wenn sie dir die oberste Schicht von der Linse abnehmen? Noch nicht, aber ich bin ja auch jünger als du, also... Sollte gut. Man mitgemacht haben. Ist bestimmt super schön. Wir von den White Russians unterstützen Augenoperationen. Fangt gleich damit an. Genau. Aber lasst euch das richtig gute Zeug spritzen. Mhm. Genau, dann die Naniten breiten sich aus. Du musst halt noch ein bisschen da verbleibend ruhen, damit ihr noch ein paar Tests machen kann, dass sie sich auch in richtigen Stellen angepappt haben. Es scheint dann alles in Ordnung zu sein. Du bezahlst ihn. Er freut sich über das Geld. Er bietet dir Tee und Kekse an, wie immer. Und er meint dann halt, dass du jetzt eigentlich sofort dein normales Leben fortführen kannst, deine Tätigkeiten, dass es jetzt keine Wechselwirkung mehr geben sollte. Wenn irgendwas ist, sollst du halt hinkommen. Jo. Ach, und solltest dir vielleicht möglichst keine anderen Naniten jetzt spritzen lassen, weil kann passieren, dass dir irgendwas passiert, weißt du? Gut, keine Naniten. Genau. Hat sie sich auf die Hornhaut geschrieben. Alles Klärchen. Das bedeutet, sie geht dann auch wieder zurück, wird dann anfangen, das mit der Wohnung klarzumachen, den Rest da noch umzubauen, was halt noch umgebaut werden musste, die Stromanschlüsse irgendwie noch fertig zu machen, damit sie auch genug Strom hat und warm Wasser hat, damit sie auch irgendwie warm duschen kann, wenn sie da Bock drauf hat und B, genug Strom hat, dass und der nicht reglementiert ist, damit sie halt ihren Laden anständig betreiben kann. Das wäre so ein Scheiße. Das heißt, sie wird das dann mit Boy noch alles abklären, wird den ganzen Kram dann noch machen und wird dann auch irgendwann mal, das dauert vermutlich aber auch ein paar Tage, tatsächlich umziehen. Also dann auch nicht mehr bei Alex wohnen. Ihr ganzer Kram steht ja schon in der neuen Wohnung, aber es ist ja noch nicht fertig gewesen. Und wird bei Alex dann wieder raus. Es wird sehr komisch für sie. Irgendwie. Aber sie ist ja jetzt viel, viel näher dran als vorher. Das bedeutet, es ist sogar fast Fußreichweite. Fast. Und das macht vieles sehr viel einfacher. Darüber freut sie sich sehr. Und dann muss sie irgendwann noch zu Sergei. Jo. Anmerkung für unsere 4 Zuhörer. Genau, Boy ist Flumis neue Vermieterin quasi und eine kleine Gangsterbosshöse, die dort ein Casino und eine Bar und einen Puff hat quasi. Das wäre vielleicht noch sinnvoll anzumerken. Die hat einen Puff? Ja, einen Puff, richtig. Okay, da rennen 3 Nutten rum, sie macht immerhin einen auf Zuhälterin, das ist doch schon mal was. Nicht mal das, eigentlich wohnen die da nur und kassiert halt die Miete und ein bisschen Schutzgeld. Ja, also sind es ihre Nutten letztlich, oder? Ja, gut. So. Sergei, du darfst beschreiben. Findet man auch auf WordPress, aber musst du trotzdem beschreiben. Findet man bald auf WordPress. Genau. Denn Sergei ist ein, er hat eine Art Tattoo-Studio. Eigentlich hat er das sogar hauptsächlich. Ist aber so ein bisschen, ungewöhnlicher. Also macht eher Artwork, also er hat wenig Kram von der Liste quasi, von der Stange, sagen wir es mal so. Verdient sich ein bisschen Kohle nebenbei, weil er nicht so den riesen Zulauf hat immer. Mit Drogen. Warum auch nicht? Ist ziemlich, was heißt, nah ausgeflippt, kann man so nicht sagen. Ist halt so ein bisschen so ein Altpunk. Genau, Drohogen. Du hast warum haben wir den nicht im Co-Sketch jetzt gerade neben Sanja? Weiß ich nicht, warum wir den nicht im Co-Sketch haben, weil unser Spielleiter mal irgendwie wieder rumgedingst hat. Weil euer Spielleiter gerade das Bild schon hochgeladen hat und das ewig gedauert hat, weil das Bild irgendwie 1000 Millionen mal 400 mit 1000 Millionen Pixel groß ist. Genau. Naja, also sagen wir mal so, also Jojo und Sergei kennen sich schon eine ganze Weile.
Haben sich auch über Ugi kennengelernt. Der ist zumindest in den Folgen, die wir aufgenommen haben, ist ja auch gar nicht vorgekommen. Der kommt dann bestimmt bald. Der labert mal ganz gerne. Jojo hängt eigentlich, wenn sie Zeit hat, zumindest mal öfter bei ihm rum. Ist das aber halt nicht immer der Fall. Ja, er, sagen wir es mal so, er hat es nicht so mit der Technik. Deswegen muss Jojo ihm immer mal helfen, weil sein ganzer Kram immer wieder kaputt geht. Und ja. Ansonsten ist er recht locker, geht auch mal viel auf irgendwelche Feten, ist halt ziemlich, ja, ist so ein Chilliger eigentlich, der aber schon so ein bisschen, ja, ein bisschen aufgekratzter ist, sagen wir es mal so. Ein Chilliger, der ein bisschen aufgekratzter ist. Chillig im Sinne von, er hält eine ganze Menge aus und fährt halt nicht schnell aus der Haut, ist aber halt schon irgendwie eher so ein bisschen, naja, ist ein bisschen agiler. Vielleicht liegt es an dem ganzen Kram, den er ständig nimmt, aber vielleicht auch nicht. Weiß man nicht so genau. Auf jeden Fall ist er voller kreativer Energie. Jo. Muss ich noch irgendwas beschreiben? Nö. Knatschbunter Iro und natürlich eine ganze Menge Tattoos. Und die er eigentlich immer von irgendwelchen Kumpels hat stechen lassen. Er trägt auch seine Absturztattoos immer noch offen zur Schau. Oh Gott, ich frage mich gerade so Absturztattoos, wie viel Pimmel und wie viel irgendwelche Frauennamen und dann drunter stehen Shit Happens sind da wohl jetzt auf seinem Körper verteilt. Eine Da hat Menge. ein ganz wichtiges Tattoo, wo drauf steht Your Name. Also dein Das Name. gefällt mir. Ja, okay, kommst bei ihm an. Es läuft gerade ein russischer Punk-Klassiker von den. Na? Kennst du doch, weißt du Bescheid, weißt genau, was ich meine. Jo. Na hier, Pussy Riot, genau. Ergibt Sinn, oder? Pussy Riot? Naja, die Punkerin, Putin und so, das ist ja Ach jetzt so. heute, also quasi dann 2080 klassisch. Passt Ergibt Sinn, schon. genau. Er hat gerade nichts zu tun, das heißt, er wirft einen Tennisball immer wieder gegen die Wand und fängt ihn auf und zappelt ein bisschen ab zur Mucke. Jo. Jojo kommt mit ihrem Jojo bewaffnet, mit dem sie gerade während des Laufens irgendwie am Rumdingsen ist und dann von ihrem Skateboard abspringt, es irgendwie auf die Reihe kriegt, sich nicht auf die Fresse zu legen oder gegen die Tür zu fahren und nur das Skateboard prallt kurz gegen die Tür. Sie bleibt kurz stehen, hebt das Ding auf, lässt fast ihr Jojo fallen, aber nur fast, macht da die Tür auf. Ich sehe, dir ist langweilig. Hallo! Was Und war denn das gerade mit dem Skateboard? Ey läuft Mensch, sie ihm hin und umarmt ihn. du hast hier gerade voll hier Volkseigentum beschädigt. Ich habe einfach nur voll rumrandaliert. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt mal los und besetzen noch ein Haus. Noch eins? Ja, na klar. Na gut, aber wie viele Häuser haben wir denn jetzt schon besetzt im Laufe der Zeit? Und Die Frage ist, meistens wie viele Editor Häuser haben ist. wir dauerhaft besetzt? Das stimmt, das waren nicht viele. Aber das Ding ist, ich meine. Das endet doch eigentlich nur darin, dass wir uns einen Kasten Bier besorgen, uns in irgendein Haus setzen, diesen Kasten Bier leer machen und ich am nächsten Morgen nicht mehr weiß, wie ich von dieser Straße, von diesem Haus, in dem ich war, irgendwo in ein ganz anderes Stadtviertel gekommen bin. Ja, das lag darin, weil ich dir vorher auch schon gesagt habe, dass du deinen Kopf nicht als Rammbock benutzen sollst, um die Türen aufzukriegen. Aber es funktioniert so gut. Ja, es funktioniert schon ganz gut. Aber dann Aber die wunderst du Türen sind dich immer halt, stärker als ich, ja? ja, du wunderst dich halt am Ende dann, warum du nicht mehr weißt, wie es da hinkommt, Und so, warum ich also so du irgendwo hin. irre Kopfschmerzen habe? Das Warum kommt vom hältst du mich Alkohol. nicht von sowas ab, Mensch? Das liegt doch in deiner Verantwortung, mich von so einem Blödsinn abzuhalten, oder? Dafür bist du doch da. Wofür brauche ich dich denn sonst? Die Gedanken sind frei und meiner Ansicht nach auch die Handlung. Also wenn du das machen willst, du solltest dich davon abhalten. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Komm schon, ne? Weil du mich magst. Ja, aber ich meine, überlegen. Genau. Du ziehst dir 10 Flaschen Bier rein. Und ich mag dich, aber wenn du das machen willst, ist doch vollkommen okay. Und das ist letztlich nicht anderes. Also da gehen bestimmt genauso viele Hirnzellen verloren. Das könnte allerdings sein. Aber wozu brauche ich noch meine Hirnzellen? Ne? Ich habe ja keinen Ausgleich. Ich bin eine Frau, ich habe Brüste, ich brauche keine Hirnzellen. Du hast was? Ich bin eine Frau, ich tue so, als ob ich Brüste habe und brauche deshalb keine Hirnzellen. Das lassen wir vielleicht mal gelten. Ist deine Mische schon alle oder warum kommst du eigentlich hier und machst meine Tür kaputt? Meine Mische? Nee, meine Mische ist noch nicht alle.
So schnell geht's nun auch nicht. Ist dein komisches Metallkopf-Tattoo wieder ausgeblichen oder was? Willst du nachstechen? Nö, das ist alles gut. Das heißt, du willst also ich jetzt was irgendein Neues Haus von dir. Besetzen. Ich habe nichts Neues. Gib dich doch mal mit dem Kram zufrieden. Ich vertick kein Bliss oder irgendwas. Ich will doch keinen Shit haben, Mensch. Ich brauche ein neues Tattoo von dir. Zwei eigentlich sogar. Seit wann willst du dich jetzt mehr tätowieren lassen? Was ist denn da los? Keine Ahnung, warum nicht? Also einen Delfin in die Bikini-Zone und Sternchen an die Knöchel oder was? Willst du mich verarschen oder was? Na, so ein bisschen Bitchy-Tattoo, ich meine, guck, würde schon bestimmt passen. Willst Bitchy-Tattoo zu mir? Sowas passt? Ernsthaft? Bin ich so ein Bitch? Alter. Na, Walter. Stell dich mal vor den Spiegel. Das geht doch mal gar nicht. Ich bin zu klein, da sehe ich mich nicht. Der Spiegel hängt zu hoch. Das ist ein Ganzkörperspiegel. Ach, den Spiegel meinst du, nicht den anderen da? Du hast so. Das andere ist ein Fenster, verzeih. Oh. Ups. Weißt du, das Ding ist, du hast hier so viele Spiegel rumhängen, ne? Ich meine, da ist man doch manchmal einfach verwirrt. Außerdem frage ich mich, wer von uns beiden die Frau ist. Ich habe nicht so viele Spiegel bei mir zu Hause rumgeistern. Ja, aber hier müssen sich Leute angucken, ob die Tattoos irgendwie okay sind. Na, da reicht doch ein Spiegel. Ja, und der eine da drüben ist ein Vergrößerungsspiegel. Ergibt plötzlich Sinn, oder? Ah. Deswegen soll ich mich vor den Spiegel stellen, weil das ein Vergrößerungsspiegel ist. Nicht der Ganzkörperspiegel. Warum das denn nicht? Und selbst ich möchte einen Ganzkörpervergrößerungsspiegel, damit ich mich wenigstens einmal in meinem Leben groß fühlen kann. Ich dachte, damit du deine, ganzen Hautunebenheiten sehen kannst. Meine Hautunebenheiten? Wofür brauche ich denn da einen Vergrößerungsspiegel? Weiß ich nicht, damit du die endlich betrachten kannst und sehen kannst, dass du schon Falten kriegst oder irgendwas. Ich weiß es doch auch nicht. Ich werde ja noch alt, Mensch. Ich brauche Falten. Ich arbeite sehr stark an meinen Falten. Außerdem bin ich schon seit 5 Wochen nicht mehr nach dem Ausweis gefragt worden. Das ist ein eindeutiges Zeichen dafür, dass ich alt werde. Ist dir schon mal aufgefallen, dass du jedes Mal, wenn du herkommst, sagst, dass du seit 5 Wochen nicht mehr gefragt wurdest? Das ergibt keinen Sinn. Ich glaube, du betrügst mich. Das ist nicht richtig. Das letzte Mal habe ich gesagt, dass ich seit 4 Wochen nicht mehr gefragt worden bin. Und einen Tag später hat man mich wieder nach dem Ausweis gefragt. Ich habe dir gleich gesagt, dass der Kinofilm nichts für dich ist. Das war voll die Unverschämtheit. Ich meine, stimmt, oder? Der war ein bisschen langweilig irgendwie. Aber das Ding ist, überleg doch mal. Ich meine, du gehst schon mal ins Kino, weißt du? Ich gehe eigentlich selten ins Kino, aber manchmal gehe ich dann doch tatsächlich mal ins Kino und dann sind, weil die Leute sind immer so unentspannt, weißt du? Und dann sitzt du da mal rum und dann schmeißt du mal mit Popcorn, weil es gerade langweilig und angemessen ist, mit Popcorn zu schmeißen, weil irgendwie da irgendwelche komischen Steinlawinen von irgendwelchen Bergen runtergeschmissen werden. Und dann willst du den Leuten mal das Feeling geben, weißt du, dieses Feeling, dass ihnen irgendwie Steine auf den Kopf fliegen oder sowas, ne? Und dann machen die einen übelsten Aufstand und ich werde fast aus dem Kino geschmissen. Ich meine, was ist denn das? Was ist denn das? Ich meine, was ist denn mit den Leuten los? Die haben alle keinen Sinn fürs Komische. Und fürs Praktische. Und fürs Realistische. Die haben überhaupt keinen Sinn. Wenn du es jetzt so sagst, dann gibt es plötzlich Sinn. Da hast du eigentlich recht. Ja, siehst du? Ich habe voll recht. Ich frage mich zwar, wie wir jetzt von deinen Hautunebenheiten zum... Ach, wegen der Falten. Alles genau, klar. Genau, wegen der Falten. Aber du brauchst keine Falten, weil... Du könntest mir Falten tätowieren. Das könnte ich durchaus machen, aber Falten sind nur bei Männern interessant und bei Frauen abstoßend. Das habe ich ja auch schon mal gesagt. Ja, du musst das wissen, ne? Du bist ein Kerl. Klar, einer muss es dir doch beibringen. Ja. Aber sind Falten bei Frauen echt uninteressant? Also sind Falten bei Frauen abstoßend? Ich kenne nicht genau die Statistik und das wäre auch ziemlich bescheuert, die nachzugucken. Aber ich glaube, die kleinen kosmetischen Operationen in der Richtung sind bestimmt massiv in die Höhe gesprungen, seitdem es relativ einfach, nicht mehr so giftig und billig ist wie früher. Meinst du? Ja, kann ich mir ziemlich gut vorstellen. Voll witzig. Dabei ist das doch eigentlich voll langweilig, wenn die alle gleich aussehen. Ich finde das immer voll langweilig. Ja, aber das, weißt du, du das, guckst dir eine an, sie sehen alle gleich aus. Aber das Prinzip ist doch das. Du erinnerst dich, in deiner Jugend war es noch irgendwie alles neu und aufregend und du hattest deine erste Liebschaft oder was weiß ich und das war total spannend, mit jemandem zusammenzuziehen und du standst am Anfang deines Jobs, der sich aber halt dann die 40 Jahre nicht ändert, genauso wie der Ehepartner bloß oder der was weiß ich, was du halt hast. Bloß und du erinnerst dich halt, früher war das alles noch total cool und jetzt ödet es mich alles an. Also wenn ich äußerlich jung wirke, kann ich bestimmt auch innerlich total aufgedreht und frisch und super sein und habe die total krassen Erlebnisse. Ja, aber das hat doch gar nichts damit zu tun.
Ja, aber die Leute bilden sich das ein. Ich meine, was willst du nicht sonst klammern, wenn du Tag ein, Tag aus irgendwie den gleichen Job machst und irgendwie rumschuftest, dann kommst du abends nach Hause und setzt dich vor einen Tritt und was weiß ich und haust dir noch Na, eine dann fährst du halt Mikrowellenpizza nicht rein. nach Hause oder setzt dich nicht vorm Schritt, ist doch ganz einfach. Ja, aber für die meisten Leute ist es nicht so einfach, weil sie feste Arbeitszeiten haben, vielleicht noch Gehirn oder so ein Scheiß und dann ist es doch irgendwie klar, dass sie wenigstens jung aussehen wollen, weil sie das Gefühl haben, dass sie dann noch was Neues erleben können. Ach so. Und ich meine, du hast nicht wirklich die festen Arbeitszeiten, von daher. Nee, das ist wahr. Ich gestalte meine Arbeitszeiten meistens selbst. Meistens, nicht immer, aber manchmal. Ja, Eigentlich je nachdem, wie nie. die Freier halt Zeit haben, ne? Ja, das ist wohl richtig, aber naja, was heißt, wie sie Zeit haben? Das würde ich so nicht unbedingt sagen. Die zahlen so schlecht in letzter Zeit. Du meinst, je nachdem, wann die Freier gerade das Gefühl haben, in Fahrt kommen zu können, trotz deiner Anwesenheit. So ungefähr, ja. Das passt, glaube ich, besser. Na, dann ist ja gut. Ja. Ich sollte dich mal als Zuhälter engagieren. Vielleicht zahlen sie dann wieder besser. Ah, nee, bei dir hätte ich immer das Gefühl, dass du mich dann irgendwie bescheißt um meinen Anteil. Das? Wieso das? Weil du garantiert so eine wärst, die den Leuten da natürlich noch irgendwie, weiß nicht, 10 Mäuse extra aus der Brieftasche ziehen oder irgendwas oder vom Credstick abbuchen und mir davon dann nichts gibst. Willst du mich verarschen? Glaubst du ernsthaft, dass ich so eine bin? Ja. Ich ziehe Ihnen auch gerne 20 oder 30 noch zusätzlich aus der Tasche, aber du kriegst die Hälfte. Die Oder je Hälfte, nachdem, was wir Alter. ausmachen. Nee, pff, also Hälfte. Tschüss. Hey, ich bin eine Edelhure. Verdammt, das hätte ja klappen können. Edelhuren reden, glaube ich, nicht so viel. Ach so. Ich bin die Nutte, die man nur zum Reden holt. Ja, ich glaube, bei der Sache geht es darum, dass die Leute sich in Frust von der Seele reden und nicht du die Leute zulaberst. Naja, aber sagen wir es mal so, wenn ich fertig bin mit Reden, haben Sie überhaupt keinen Frust mehr, weil Sie an ganz andere Sachen denken. Du meinst, weil sie sich selbst abgeknallt haben? Oder das, aber ich war effektiv und danach habe ich Ihre komplette Brieftasche. Allerdings führt das nicht gerade zu Stammkunden. Vielleicht läuft mein Geschäft deshalb so schlecht. Ja, das könnte sein. Deswegen werde ich auch nicht dein Zuhälter machen. Mist. Muss ich mir andere Zuhälter suchen. Ich wünsche dabei viel Glück. Jojo, bastelt sich gerade, das geht vermutlich irgendwo so ein kleines AR-Dings. Ich suche einen Zuhälter, Ausrufezeichen. Eine Sekunde. Was war das? Sie sucht, macht sich ein AR-Schild mit "Ich suche einen Zuhälter". Ja, du findest noch keinen. In dem Ding. Nee, aber das AR muss jetzt erstmal anbleiben. Auf jeden Fall bin ich eigentlich hier. Du hast mich schon wieder voll vom Thema abgelenkt. Ich lasse mich einfach viel zu leicht ablenken. Na, auf jeden Fall bin ich eigentlich hier, weil ich zwei Tattoos brauche. Und ich glaube, du bist genau der Richtige, der sie mir besorgen kann. Ich hab dir schon mal gesagt, keine Sternchen, kein Delfine. Ich will weder Sternchen noch Delfine, Mensch. Du musst dir selber was ausdenken. Ich soll mir was ausdenken. Ja. Für Ich dich. nenne dir ein Thema und du musst dir was dazu ausdenken. Okay, also Du das darfst deiner Thema Fantasie lautet freien also Lauf. Nachthimmel, ja? Willst du mich verarschen? Wenn du mir mit irgendwelchen Sternen ankommst, dann schlage ich dich grün und blau. Da kannst du dir aber sicher sein. Und ja, ich weiß, dass du mich jetzt auslachen wirst. Aber das ist mir egal. Also nenn mal ein Thema. Das eine Thema ist anorexische Nervkuh und das andere Thema ist Brüderchen und Schwesterchen. So, und jetzt darfst du dir was dazu ausdenken. Und wenn du was gefunden hast, komme ich wieder. Und Zum bitte ersten irgendwas. Thema, wie wär's mit dir? Wisch. Du bist Hallo? verdammt schmal und Nervkuh. Ach, das haben schon viele zu dir gesagt. Das ist überhaupt nicht wahr. Doch, das haben schon viele gesagt. Das ist überhaupt Anorexische nicht wahr. Nervkuh, was soll denn das für ein Thema sein? Ja, denk dir was so aus. Ich dachte, du bist Kreativmensch. Anorexische Nervkuh und Brüderchen und Schwesterchen. Ja. Oh Gott, was hast du mit den Drogen gemacht, die ich dir gegeben habe? Ich habe dir gesagt, nicht alles auf einmal. Hab ich doch gar nicht. Ja, na klar. Okay, Muss nicht jetzt sein, ich kann auch komm irgendwann irgend. später wiederkommen. Ja, komm mal irgendwann wieder. Alles klar. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und wenn die nächste Fete steigt, ne, wie du sagst mir nicht Bescheid. Du hast mir schon letztes Mal nicht Bescheid gesagt. Ich war sehr böse auf dich. Ich habe, glaube ich, einfach nicht an dich gedacht. Boah.
Dann werde ich wohl mehr dazu tun müssen, damit ich dir im Gedächtnis bleibe. Ja, mit den beiden Themen hast du das auf jeden Fall schon mal geschafft. Kabäm! Anorexische, Alter, nee, das geht nicht. Doch, das geht. Nein, 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 pass auf. Du gibst mir ein Thema und das soll dann quasi irgendwie dazu passen und irgendwas dir sagen und dir ein Erinnerungsstück liefern. Das heißt, ich brauche eine Geschichte dazu, nicht nur ein Thema oder zumindest einen Zusammenhang. Brauchst einen Zusammenhang? Pass auf. Eine total anorexische, die ganze Zeit genervte, widerwärtige Nervzicke stand zwischen mir und boah, war die zum Kotzen, die Frau. Boah, war die zum Kotzen! Stand zwischen mir und dem, was ich haben wollte. Ich überlege gerade. Na, sagen wir mal, ich habe das gekriegt, was ich haben wollte. Und sie, wie drücke ich das jetzt am besten aus? War hinterher ziemlich aufgelöst. Wow. Das ist die Geschichte, die ich dir dazu jetzt erzählen kann. Die ganze Geschichte kann ich dir nicht erzählen, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Mach daraus was, Mensch. Ich dachte, du bist kreativ. Ja, und die meisten Leute erzählen mir halt eine Geschichte, aber das ist irgendwie okay. Und das andere? Brüderchen und Schwesterchen? Hm? Die Schwester hat einfach mal ihre beiden Brüder gefickt bis zum geht nicht mehr und den einen in den Knast gebracht. Ich mach keine Inzest-Tattoos. Sollst du ja nicht. Und den anderen so weit an der Nase rumgeführt, dass er Stein und Bein in Bewegung gebracht hat, um irgendwie. Naja, egal, Wurst. Egal, ich kann dir gar nicht so viel erzählen, Mensch. Ich mach ein paar Entwürfe. Mach halt was. Ich mach halt was. Das wird, wo sollen die ihn hin? Pff, kommt drauf an, wie groß sie dann am Ende sind und das, wo du meinst, dass sie hinpassen. Ich Ja, je bin da nachdem, wie offen. groß sie werden Nicht sollen, ins muss. Gesicht. Nee, gib mir mal Nee. Körperteile. Das ist auch wichtig wegen, weiß schon, wegen der Krümmung und den ganzen Kram. Das muss ich Ach vorher so. wissen. Ach so, ach so, ach so. Warte, 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 warte. Ich denke, erstmal so irgendwo. Gute Frage eigentlich. Wo will ich die denn hin? Siehst du, darüber habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Ernsthaft? Du weißt genau, wie das hier läuft. Ich weiß natürlich, wie das hier läuft. Boah, Das. weißt du. Warte mal. Das eine. Hier, das anorexische Nervkuh-Dings kommt auf den Unterarm und das andere irgendwo Wade oder sowas. Das passt schon ganz gut. Unterarm, die oder die Seite? Links. Okay, die oder die Seite, er zeigt sich jetzt quasi auf den Unterarm, Handfläche und den Handrücken. Auf die Unterseite. Okay, ich guck mal, was sich da machen lässt. Guck mal. Ach ja, das ist auch noch wichtig, das habe ich vollkommen vergessen. Na? Mit oder ohne Hepatitis? Ohne Hepatitis, bitte. Oh, zum Glück, ich hatte nur noch saubere Nadeln. Boah, das wäre ziemlich blöd gewesen. Das ist wahr, aber ich denke, ich hätte dir auch welche mitbesorgen können. Dann wären sie aber nicht sauber gewesen. Ach stimmt, das, ha, Das klug, wolltest du ja klug, nicht. klug, klug. Da Siehst du? gibt Sinn, plötzlich macht Ich mal kann dir was alles du. besorgen. Von Hepatitis über AIDS bis hin zu. Ich brauche irgendwas mit Z. Syphilis? Syphilis, Zoster, Herpes Zoster. Ha. Cool. Ja. Mach mal eine Liste, bis es mal mit allen Krankheiten, die du mir besorgen kannst, von A bis Z. Und dann habe ich bestimmt auch die Entwürfe. Alles klar. Und das teste ich nach. Also wenn du mir irgendwas davon nicht rankriegst, ne? Dann. Ja, dann, weiß ich nicht. Passiert was. Na gut. Dann, zische ich jetzt mal wieder ab, es sei denn, du hast noch Zeit, ein Bier mit mir zu trinken. Und wenn nicht, dann gehe ich jetzt. Ey, sag mal, ne? Kommst hier an, gibst mir verschlüsselte Informationen über irgendeinen Kram, den du haben willst, machst mich richtig heiß, damit ich mir jetzt irgendwas ausdenke und dann, oh, könntest du noch ein Bierchen trinken, ganz entspannt, du hast dann die ganze Zeit den Gedanken im Kopf, was du da machen könntest, ey, fick dich, verpiss dich jetzt hier und nimm dein Skateboard mit. Natürlich nehme ich mein Skateboard mit. Und fass mein Jojo nicht an. Mach das nicht immer. Ja, den Satz habe ich schon mal von jeder Frau gehört. Finger weg.
Ja, ist ja gut. Halt dein Jojo doch für dich. Ist eh Alles langweiliger andere als ist mir egal, aber das Ding kriegst du nicht. So. Ja, aber Tennisbälle Mach's sind eh viel gut. cooler als Jojos. Jo. Tschüss. Adioso. Jojo zischt ab. Gut. Sag mal, du hattest doch jetzt schon mal Bilder rausgesucht für das, was du mir gerade genannt hast, ne? Ja. Hast du ein Glück. Die kommen doch auch auf die WordPress-Seite bei Jojos Bereich, ne, die neuen Tattoos. Muss noch gucken, wohin, aber theoretisch ja. Sehr gut, du kannst ja trotzdem mal beschreiben, weil das zweite Mal, wenn du hinkommst, hat er die Entwürfe, du wirst ausrasten vor Freude, wirst vermutlich irgendwie rumhüpfen und dann den Scheiß Nein, ich stechen werde die lassen. jetzt noch nicht beschreiben. Die kommen dann auf die Was? WordPress-Seite. Die sind rechtzeitig drauf. Na, was ist denn mit Düsen? Der muss es doch wissen. Nö, muss er jetzt Noch nicht. hat sie nicht gestochen, noch habe ich sie nicht gesehen. Also, Pansen. Okay, der braucht eine Woche. Wenn ihr euch vorher treffen wollt, trefft euch halt vorher. Ich lass Jojo anrufen. Sie lässt Jojo anrufen. Ja, je nachdem, wie lange das Ganze dauert. Irgendwann wollte sie auch noch mit Anatoli und dem ganzen Kram dann mal durch die Gegend mit Danilo und Anatoli irgendwie nochmal was abziehen. Du kannst mich entweder mitnehmen oder du kannst das durchspielen jetzt. Zum Grubenfight, du wolltest doch Billy eh abhärten, Das nachdem der nur war. noch am Ko Kotzen ist. Stimmt. Das Gute wäre eine Idee. recht gute Idee dafür. Yep. Dann sprecht euch mal ab und ich bin mal kurz AFK. Hiermit abgesprochen. Ja, Jojo ruft Billy an. How deep is your mütete, hallo? Aloha! Wie, ja, sag mal, wer bist du denn? Ich bin dein schlimmster Albtraum. Ja, da hast du wahr, Kind. Da hast du wahr. Sag mal, wie komme ich denn zu der Ehre? Was ist. Hast du falsch gewählt? Nein, ich habe dich falsch gewählt. Ich dachte nur, ich rufe dich Mensch. mal an, Mensch. Da freue ich mich aber ich freue mir gerade ein Loch in den Bauch. No, noch eins. Ja, ich habe das Piercing rausgenommen. Wieso hast du das Piercing rausgenommen? Ich weiß nicht, ich habe mich angeödet. Dann musst du dir ein neues Piercing da reinbasteln. Mal vielleicht bastelst du mir mal ein Piercing. Ich soll dir ein Piercing basteln. Ich bin aber keine Schmuckdesignerin, du. Das Ich kann kannst du dir ja noch trotzdem eins irgendwann. basteln. Bastel mir mal eins. Mit einer Gunfist vielleicht dran. Wie wäre das denn? Oh nein, mach das bloß nicht. Oh Gott, ich werde das tun. Das wäre witzig. Ich werde das tun. Du kriegst eine Kind, Gunfist. wie geht's dir denn? Mir geht's gut. Mir geht's fast immer gut, aber dieses Mal geht's mir auch gut. Und ich habe was vor und ich wollte dich fragen, ob du Lust hast, mitzukommen. Ja, pack mich ein. Wo soll ich hinkommen? Wann? Na, Ja? so war es noch gar nicht in meiner neuen Wohnung, oder? Nee. Okay, ich bin nämlich umgezogen. Wie, schon Also, wieder? naja, ich habe ja vorher nur eine Weile bei Alex gewohnt, aber da kannte ich ja nicht ewig bleiben und ich habe mir halt eine neue Wohnung gesucht und jetzt habe ich eine neue Wohnung und die ist jetzt fertig und da wohne ich jetzt. Aber wir können das dann später durchziehen und auf jeden Fall können wir. Du, hast du Bock auf verschwitzte Männer? Wahrscheinlich nicht so sehr, ne? Wie auf Frauen. Es kommt drauf an, ob wenn die jetzt gerade aus der Grube rauskommen und verschwitzt sind und Ja, fette genau das Bierbäuche tun vor sich. sie. Moment, Nee, schleppen die fette Bier? keine Bierbäuche, keine Bierbäuche, das können die sich nicht leisten. Oh Moment, du redest jetzt nicht gerade vom Käfig, Gruben, Käfig, Käfig, Gruben, Kämpfe. Aber hallo, rede ich Sixpack? davon. Sixpack? Weiß ich nicht alle, nee, eigentlich die wenigsten, aber Ach so. Sexy? teilweise. Okay, Dresscode? Keiner. Bikini? Na, sagen wir es mal so, du weißt ja, wie das ist, wenn du mit mir unterwegs bist. Also prinzipiell geht viel, aber Kein Pelz? es sollte nicht zu Oh. exklusiv sein, Schatzi. Also Standard. Ich muss mir Ja. nochmal irgendwann einen neuen Mantel kaufen. Na, du weißt doch, wie das ist. Ich meine, ich weiß, du bist so ein High Society Girl und das passt ja auch irgendwie zu dir, aber das passt überhaupt nicht zu mir und ich bin eigentlich nie High Society unterwegs und ist auch nie wirklich gewesen, deswegen passt das nicht. Also, du weißt, was ich meine. Jojo, ich bin ein It-Girl. Im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wie dem auch sei. Also wann und wo? Oder wie? Morgen Abend, wenn du Lust hast. Okay. Und dann treffen wir uns. Wo treffen wir uns denn? Weiß ich nicht. Soll ich zu deiner neuen Bude kommen? Du kannst auch zu meiner neuen Bude kommen, wenn du willst.
Ja, dann schiebst du mir einfach mal die Adresse zu per Nachricht und Jo, warte, hier sagst ist eine die Uhrzeit. Adresse. So, hier Bang. ist die Adresse. So, aber da musst du, pass auf, da ist nur so eine komische Einfahrt. Und da musst du reinfahren und da hast du noch so einen großen Platz. Und da kannst du dann auch dein Auto abstellen. Ich sag dann Bescheid, dass das Auto da ist und dass man auf das Auto aufpassen soll. Oh Wenn Gott, dich da Ingrid. irgendwelche komischen Gestalten ansprechen, einfach nicht drauf hören und sagen, dass du hier hingehörst und dass die scheißen Ärger kriegen, wenn sie jetzt irgendwie anfangen, Stress zu machen. Also, Mit nur wem? wenn du Mit blöde dir? angequatscht wirst. Ja, nicht nur mit mir. Aber die Okay. wissen dann schon, was gemeint Also ist. ich bastel mir ein AR-Schild, wo drauf steht, mach mich nicht stumm von der Seite an, Alter, ich hol meine große Schwester. Kannst du auch machen, wenn du willst. Das passt vielleicht sogar. Auf jeden Fall, Okay. können wir das so machen. Und dann kannst du bei mir vorbeikommen und dann kann ich dir meine neue Bude zeigen, wobei die gar nicht so pralle ist. Also, was heißt nicht so pralle? Doch, die ist schon eigentlich ziemlich geil. Aber du kommst dann einfach. Egal, ich zeig's dir dann einfach. Sie ist noch nicht ganz fertig. Ich muss noch zu Ende streichen. Okay. Ja, dann mache ich das doch. Also am morgen Abend, am Um, um, Mittwochabend. um, ja, so gegen, weiß ich nicht, 8 oder so kannst du vorbeikommen. Das geht sowieso erst um 11 los. Um 8. Okay. Ja, wunderbar, mache ich doch. Also, ja klar. Super. Hey, danke. Soll ich was mitbringen? Was willst du nur mitbringen? Keine Ahnung. Ich hätte jetzt was, Kaula, Wodka, Milch hast du bestimmt zu Hause. Gute Sojamilch. Klar. Trinkst wieder? Na, ich kann jetzt wieder trinken. Du kannst wieder trinken. Ich habe noch keinen Tropfen Alkohol angerührt seitdem. Das muss ich jetzt leider mal zugeben. Okay, Das heißt leider. dann trinkst du auch bis morgen Abend nichts. Ich bring alles mit und wir machen lecker. Na, ist klar, aber ich will mich nicht schon wieder ganz abschießen. Nein, wir schießen. Wir trinken nur einen auf gute Freunde. Ja, mindestens. So, wir sehen uns dann morgen. Und warte mal, du dahin, jetzt halt doch mal die Fresse, ich telefoniere hier, Mensch. So, boah, Du die hängst immer mit Mails, ich komme Leuten nicht. ab. Wieso? Ich kann überhaupt nichts Nix. dafür. Wenn die mir ständig reinreden, vor allen Dingen, ey. Ey, Das wollt ist voll doch nur mal lustig. wissen, wie gerade der Kurs ist. Mach's mal locker. Gehst du mal rein und fragst danach, du Heckenpenner. So, und jetzt lass mich in Ruhe. Ey, fick dich. Das ist im Haus nebenan. So. Sie legt auf Ich und sehe geht rein. schon. Ja, klasse. Billy geht an ihren Kleiderschrank. Die braucht jetzt einen Tag. Oder zwei. Nee. Gut, die hat einen Tag hat sie Zeit. Yay, das ist genug Vorlaufzeit für mich, definitiv. Sicher. Ja, doch, doch. Vielleicht geht sie tatsächlich noch einen Mantel kaufen, einen an. Weil ich habe hier den Mantel von Jojo immer im Auto liegen. Und da ich keinen Pelz tragen darf morgen schon wieder, muss ich dann wohl heute nochmal irgendwie Der bei. Mantel ist okay, aber bei den, ihr habt euch jetzt zum Grubenkampf verabredet, ja? Ja, A, Ja. das und B, das soll sie einfach mal bei Jojo vorbeikommen und Jojo sagt dann Boy Bescheid, dass die ein bisschen auf den Wagen, also dass dann man auch ein bisschen auf den Wagen aufpasst. Ja klar, das ist ja überhaupt nicht das Und Problem. Kunstpelz, der Wenn offensichtlich Kunstpelz ist, kann sie bestimmt tragen. Aber das ist nicht stilvoll genug das für. kommt mir Das nicht in kommt die nicht in die Tüte. Tüte, nee. Muss schon Der sein. Mantel Katze. ist ja okay und bei Jojo kann sie ansonsten auch tragen, was sie will. Also der Mantel, den Jojo mal gekauft hatte. Wenn die aber zum Grubenkampf geht, da drin ist ja viel zu warm für einen Mantel. Das heißt, die anderen Sachen, die du hast, passen da auch nicht zwingend hin, weißt Excuse moi, Monsieur. Normalerweise werden hier Hotpants aus stretchy Sachen getragen, mit hochhackigen Boots bis hoch zum Po-Ansatz. Zum Schnüren bitte, ja, aus Lack, mit mindestens mal, sag ich mal, 13, 14 Zentimeter absetzen. Und on top of this kommt einfach nur ein Bikini-Top, ein buntes, quietschbuntes Bikini. Nee, noch besser, Armee-Tarnfarben Bikini-Top, genau. So haben wir's. Stimmt, sowas hast du auf jeden Fall, das ergibt Ja. voll den Sinn. Aber sag mal, mit so hohen Schuhen versteifst du ja voll die Beine. Wie bitte, was tue ich? Du versteifst ja die Beine, weil du in so hohen Lederboots doch niemals das Knie bewegen kannst. Doch, kannst du. Sie sind wunderbar flexibel, mein Freund. Die stachsen immer ganz lustig, die Weiber, die sowas tragen. Das ist so witzig. Ey, Düsse, Jedes Mal, ne? wenn die laufen, ey, dann könnte ich mich beömmeln. So, und ja, das ist mein Outfit für den Abend und Mantel brauche ich ja nicht, den habe ich einfach drüber. So, ja, du fährst dann erstmal zu Flummi. Du hast verabredet mit ihr auch, dass Jojo dich abholt, ne? Irgendwie vom Parkplatz dann. Excuse moi, Monsieur, wie weit sind wir denn gesprungen, tagstechnisch, damit ich das gerade mal technisch. Ich habe schon Na, wieder ein. also Jojo brauchte vermutlich ungefähr 2 Wochen.
Also jedenfalls hat Jojo mich nach 2 Wochen angerufen zum Grubenkampf. Genau, zwischendurch, das habe ich vorhin tatsächlich verplant, aber das ist egal. Am 9.2. war ja diese Mega-Gedenkfeier wegen der Katastrophe, die ich ja schon öfter angesprochen habe. Ein gewisser Anton Pavlov hat die ehrenvolle Aufgabe genommen, da bei der Benefizveranstaltung das Klavier spielen zu dürfen. Das ist also der Sohn aus der Großfamilie Pavlov, die Rabutnik quasi führt, also dem Konzern, um den es ja jetzt öfter ging. Er hat seine Sache auch sehr gut gemacht. In den Medien ist da auch viel zu lesen gewesen, weil er ja auch unter, also noch einer physischen, eine physische Beeinträchtigung quasi hat und trotzdem das Klavier Handwerk so künstlerisch vollführte, dass es der ganzen Sache mehr als angemessen war, auch dass es nun ein russischer Spieler war, war sehr schön. Es war eine ergreifende Veranstaltung. Die Familie Pavlov war natürlich auch ergriffen und vor den eigentlichen Spielen meinte der Sohnemann auch, dass er natürlich immer an seine Familie denke, auch wenn er spielt, gerade auch an seine größere Schwester, die mittlere, die ja nun seit sehr langer Zeit im Koma liegt, dass er hatte auch eine Träne im Knopfloch und dass er hofft, dass auch sein gelegentliches Spiel an ihrem Krankenbette vielleicht zu ihr durchdringe. Wo ist sie auch zu diesem Zeitpunkt? Nur so Die kotzen, Frage oder? ist, ob sie das überhaupt mitkriegt, ob Okay, sie das sich muss das sein. gezielt nicht anguckt, wenn er da spielt. Nee, das wird sie sich nicht angucken. Na, siehste, ich meine, da wird überall vorher dann noch am selben Tage bekannt gegeben, dass der das macht und ich denke, da schaltet sie nicht ein. Nee. Natürlich halten alle hochrangigen Menschen, Politiker, Konzernleute und so weiter, halten da Reden. Die Rede von Humanes sticht ein bisschen raus, weil sie ja halt die Katastrophe nochmal die ganzen Opfer ehrt und das ganze Gedöns, aber auch an die Gefahren der heutigen Gesellschaft erinnert, von Sozialwandel, veränderter Sozialstruktur, den vielen Menschen, denen es so schlecht geht und ihren Handlungswillen auch wieder immer wieder unterstreicht, um für die Gesellschaft da auch oder gerade für die armen Menschen ein Fortbestehen, ein Fortkommen und eine Besserung der Situation zu ermöglichen und dass dafür auch manchmal Maßnahmen getroffen werden müssen, die vielleicht nicht jedem gefallen, aber dass es doch wichtig wäre zu handeln, besser als nichts zu tun. Das wollte ich nur nochmal anmerken. Ich meine, wenn ich schon zweimal anspreche, sollte ich es vielleicht auch noch nicht vergessen haben. So viel zum Thema Spiele, da vergessen ja gar nichts. Naja, und die machen ja auch nie Fehler. Aber nachdem er so ein langes Intro gekriegt hat, halte ich mich heute kurz. Ich grüße einfach alle und jeden und ganz lieb und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Die White Russians laufen unter der Common Creative License. Deswegen sollen wir euch darauf hinweisen, dass wenn ihr gerne unsere Stücke verwenden wollt, dann bitte edit ein Label. Die Marke Shadowrun gehört Tops, der Firma Tops Incorporated. Das heißt, sämtliche Rechte an dem Namen und auch an sämtlichen Namen in Verbindung mit Tops und Shadowrun gehören Tops. Wir haben nichts damit zu tun. Die Anfangs- und Endmusik von den White Russians kommt von Kremlkrauts, genauer Ivan Ivanovich und den Kremlkrauts. Alles zu finden auf Soundcloud, auch unter der Creative Commons License.